Moinsen zusammen. Einen wundervollen Abend gewünscht. Hoffe, ihr seid startklar, ihr seid munter, ihr seid wohlauf. Das ist das Wichtigste. Für die Hofes im Racing heute Abend. Vanessa, wunderschönen guten Abend. Die Hofes im Racing, heute in Barcelona unterwegs. Freunde, 60 Minuten Renndistanz. Klingt relativ human. Schauen wir mal, ob es auch human werden könnte, womöglich. So, da haben wir den Server, perfekt. An der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Partner und Supporter, die Sponsoren der Hofesim Racing. Hier an der Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz, ganz geile Geschichte, sind auch relativ lange schon mit dabei, beziehungsweise haben jetzt im Zuge dieser neuen Saison Verstärkung bekommen. Also vielen Dank in dem Fall an Albekra für ihr Beiwohnen, beisetzen. Mein lieber Fredi, herzlich willkommen. Aves, Grüße, einen wunderschönen guten Abend. Mal gucken, wie human die Reifen am Ende ausschauen. Ja, ich glaube, das wird primär das Problem von allen sein. Wobei, es ist noch relativ kühl auf der Strecke, Erdinger. Und es ist ja Option, ne, den Fahrern eigenständig überlassen, ob sie den Radsatz wechseln und oder nicht. Ne? Also ich denke, es wird einige geben, die werden pokern, ja. Könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es da einige geben wird, die sagen, naja, ne? Das Thema ist mir womöglich zu heikel. Ich fahre da auf Nummer safe. Wo immer ich kann. Jetzt hat. Wollte sich gerade die Software nicht connecten da. Fredi, mein Lieber, alles gut, alles munter. 3 Stunden reichen. Ja, ja, genau, Vanessa, 3 Stunden Schlaf hier. Nee, ist klar. 3 Stunden Schlaf hier. Danach könntest du mich den ganzen Tag über eine Embryonalhaltung mit dem Daumen im Mund irgendwo in der Ecke liegend vorfinden, ja, gefühlt. Bei 3 Stunden Schlaf. Bianca, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. Bianca, einigermaßen in der Reihe? Oder ist wieder Zeit zu telefonieren, so ungefähr? Husky, moinsen Husky Kalle, einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Lange zur Zeit? Oh ne. Sorry, aber nee, 3 Stunden ist mir definitiv zu wenig. 3 Stunden ist mir definitiv zu wenig. Das hat auch nichts mit Schönheitsschlaf oder sowas zu tun, ne? Ganz klar. So, ihr seht's, Fahrerwertung, Goldwertung. Für dann die Fahrer, die mit weißen Nummerntafeln unterwegs sind. Da führt Jan Drexler momentan mit 26 Punkten vor Max Florenz auf 2. Dann Michael Pirchheim auf der 3. Erstes Rennen war ja gewesen vor 2 Wochen. Jetzt heute hier in Barcelona der 2. Durchgang. Insofern ist da noch nicht allzu viel passiert. In der Silver Class ist der Dominik Meyer da ganz vorne an der Spitze. Vor dem Mike Bugler, unserem Nightmare 2K14. Der Mike Bugler da richtig, richtig einen rausgelassen beim letzten Durchgang im Saisonauftakt. Ich bin gespannt, ob er heute anknüpfen kann an seine potenziellen Erfolgs-Serie womöglich, oder? René Brey auf der 3, Danny Anwand auf der 4, Peter Lindner P5. Und dann haben wir... Ach so, ja klar, logisch. Logisch. Früher hatten wir doch 3 Kategorien gehabt, ne? Aber dadurch, dass es jetzt ja Sprint A und, Sprint A und B gibt, fällt wahrscheinlich die 3. Kategorie weg. So war es gewesen, ne? Irgendwie sowas. Ansonsten kann es doch sein, dass ich mich wieder vertue und das verwechsel mit was anderem, ist aber vollkommen egal. So, rauf auf den Server, hätte ich gesagt. Nein, Quatsch, stopp. Erst die Trailer einspielen, dann den Server betreten und dann Attacke, ne? Das seht ihr nochmal, Valencia am heutigen Tage, 1.2. Februar kennt er, ne? Ist ein kurzer Monat und geht ganz schnell rum, hoffentlich.
Drei Stunden am Stück wach sein ist so eine Herausforderung. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Magnus, definitiv, ja. Sehr schön, also. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Cristiano, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Fast überlesen hier unseren Christian. Christian, geht's dir besser? Oder müssen wir heute Abend noch auf dich verzichten? War ja irgendwie ein Thema mit Fuß, ne? Fußbein, irgendwie sowas war ja gewesen hier beim Cristiano. Schauen wir mal, was er gleich schreibt. Besonders zwischen Mittagessen und Kaffee trinken. Ja, genau, richtig, Ghost. Genau, richtig. Ja, definitiv. Schön Zeitspanne gesetzt. Fersenbruch. Was? Fersenbruch? Sag mal, spinnst du? Du machst doch nicht so eine Scheiße. Weißt du, wie kacke Fersenbruch ist, Alter? Oh, nee. Das ist so ein Thema, was eigentlich gefühlt gar nicht heilen will. Weißt du, wie ich mein? Wie lange haben sie dich außer Gefecht gesetzt jetzt, Cristiano? Kampfzwerger, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Der Fadi zockt Moinsen. Ja, genau. Richtig, Alex, ja. 28 war ich auch. 20 ist bei mir 12 Jahre her. So, lasst uns kurz rüber schauen. Wir haben Briefing-Situation, wenn ich gerade richtig erkenne. Vollkommen legitim. Ja, und wie lange musst du noch? Wie lange musst du jetzt noch Füße stillhalten, Cristiano? Bist du wieder belasten? Fahren geht schon wieder. Echt jetzt? Okay. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die nehme ich so, ja, ich sag mal so Pi mal um 8 bis 10 Wochen raus komplett aus der Nummer. Fadi zockt, wie geht's dir? Ja, okay, dann wäre ich mit meiner Prognose mit 8 bis 10 Wochen, bin ich ja gar nicht so weit weg. 5, 6 Wochen her, 2 bis 3 Wochen noch. Okay. Ja, mach auf jeden Fall langsam, ne? Weil Fersenbruch ist nicht cool. Fersenbruch ist gar nicht cool. Also ich hab mein Haares, beziehungsweise hat man bei mir ein Haares vermutet. Ich hab übelst Schmerzen gehabt. Ich hab Schmerzen gehabt vor dem, das ging gar nicht. Also das war. Ach. Da bin ich aus dem Kart raus. Ich war Kartfahren gewesen, bin raus aus dem Kart und allerdings war Red Flag gewesen. Ne? Ich bin aus dem Kart raus, weil ich den anderen Fahrer, der hat mit dem Kart, mitsamt Kart halb unter der Bande gesteckt, oder? Unter dem Reifenstapel. Und ich war der Nächste, der da war. Ich war schneller bei ihm als wie Streckenposten. Und ich habe da auf der Bahn gearbeitet. Ich hatte da so ein bisschen die Narrenfreiheit, sondern ich bin halt raus. Ne? Und ihr wisst ja selber wahrscheinlich, wie es ist, ne? Wenn er Kartschuhe haben keine Sohle, ja? Und ich bin aus dem Kart raus, bin über den Reifenstapel dann rübergesprungen über den ersten und war dann relativ schnell beim Fahrer, hab den dann rausgehoben, rausgezerrt und so, das war alles okay. Und bin dann wieder zurück. Und beim Zurück wieder über diesen Reifenstapel springen, bin ich vom linken Fuß ins Leere rein. Und hab dann komischerweise noch ganz knapp geschafft, aus dem Reifenstapel den Fuß rauszuziehen, bin aber hinten dran auf den Asphalt mit durchgestrecktem, ausgestrecktem Bein dann mit der Ferse aufgeknallt. Und das war. Ich war, glaube ich, 8 Wochen außer Gefecht gesehen. Da ging gar nichts. Und es ist Schmerzen des Todes, ey. Habe ich gesehen, Kampfzwergerl, ja, dankeschön. Also vorab, es gibt eine Qualisperre für das Auto mit der Startnummer 75 und es gibt die SG10 für die Startnummer 12. Schauen wir gleich nach, wer das ist. Insofern, wie gesagt, Cristiano, toi, toi, toi. Ich fühle es. Bei mir war es, wie gesagt, nicht der Bruch. Bei mir war es die Vermutung eines Haarrisses, weil man hat auf Röntgenaufnahme nicht wirklich was gesehen. Madvision, Grüße, wunderschönen guten Abend. Lenny, guten Morgen. Also, Robin Meyer habe ich am Start, Madcap Racing im McLaren, Max Florenz für Vinari Racing im Aston Martin, Jonis Zeus für Entropy Racing im McLaren, der Michael Pirchheim im McLaren für Entropy Racing, jawohl, eigentlich ein ungewohntes Bild, ne? Michael Pirchheim ist letzte Saison BMW M4 gefahren, jetzt geht's hier im McLaren über den Parcours, aber geil. Philipp Groß, Fortune Hunter Racing im Audi 8, Benjamin King für die Rowe, Standard Livery, Benjamin King, könnte sein, dass es, ist es wirklich hier? Sag schnell. Dritte hätte ich bald gesagt. BMW M4 auf jeden Fall, pilotiert von Benjamin King. Remo Kipfer für Panther GT Racing im Pfeffer. Moritz Birzer für Projekt Tiefseetaucher. Jawohl, Moritz auch wieder am Start heute Abend, Freunde. Sehr, sehr geil. Philipp Thoma für Madcap Racing im McLaren. Der Ricky Krebs für RPM Triebwerk im Pfeffer. Patrick Schröter, Hovesim Racing im Pfeffer. Mike Bugler, da ist er. Venari Racing im Pfeffer. Sehr schön. Robin Volland ist auch wieder mit dabei. Sehr schön. Unser Robin Aitos ist das, Freunde. Venari Racing im McLaren.
McLaren, so, Christopher Schmitz, Venari Racing, BMW M4, Jan Drexler, Skidmark Racing, M4, Stefan Mons, McLaren Racing, im gleichnamigen Fabrikat, Jeff Evers, Hofesim Racing 2 im BMW M4, Alexander Rötz, DUD Racing, der Österreicher im Lambo, Tobias Martini, Martini Web Design Racing im Ferrari, Julian Krubica, DUD Racing 1 im Lambo, Klaus Jäkel im McLaren für Soapbox Racing, Sebastian Brock, Entropy Racing im McLaren, Markus Blumentrath, McLaren Skidmark Racing, Bloodyheim Aston Martin für Rapid Racing, und da hoffe ich, dass da relativ zeitig noch so ein bisschen Unterstützung aus dem gleichnamigen Hause kommt für den Vladi H. Pierre Meyer für DB3 Motorsport im Audi 8 sitzend. Peter Lindner im Fefe für CDS Digital Motorsport. Dann der Danny Anwand für Panther GT Racing im Fefe. Gerd Binder im Fefe für BNB Racing. Sven Molitor in Tropi Racing 2 im BMW M4. Sandro Conradi Wippermann Racing im Porsche. Alexander Große Wippermann Racing im Honda NSX. Alvin Busjan, jawohl, da ist er. Unser Urlauber. Hofesim Racing im AMG sitzt der Alvin. René Brei, CDS Digital Motorsport im Porsche, Michi Hirschi für Entropy Racing 2 im McLaren. Dann haben wir den Bobby Paceman für Hove im McLaren, Detlef Keep für Hovesim Racing im Porsche, Jens Alusa, Entropy Racing im McLaren, Matthias Weggel, Hovesim Racing im Porsche, Nick Husfeld, Monkey State Racing im Porsche, Basti Holter, DB3 Motorsport, Audi 8, Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE im BMW M4, Fabio Wagner im Purple Sector Racing bei GSE Porsche unterwegs und Mika Finkbeiner, unser Action-Mika hier, Purple Sector Racing bei GSE im Lambo. Also 42 Teilnehmer hier im Split A heute Abend in Barcelona, die dementsprechend probieren möchten, dass dort hier das Zeitengeballere sehr, sehr geil wird. Und vor allen Dingen ansehbar. Kriegen wir hin. Also, kurz nochmal nachgeschaut, die Startnummer 12 ist auf dem Auto aufgeklebt von pilotiert. Scheiße, sehe ich nicht. Warum habe ich jetzt 43 Autos? Wer hat denn die 12? Kann das sein, dass die 12 heute gar nicht am Start ist? Wäre geil. Ich habe kein Auto mit der. Doch, hier, Basti Holter. Alles zurücknehmen, alles zurück. Basti Holter, das ist der DB3 Motorsport Audi. Einer von beiden. Das ist die Startnummer 12. Nee, man hat die BOP aktuell nicht angewandt, weil die momentan noch, das ist ein Riesenthema, Freddy, hier gerade im Hintergrund, weil die BOP gerade noch geschrieben wird. Dirk, mein Lieber, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Voll überlesen hier, beziehungsweise gelesen schon, aber nicht Zeit gehabt zu antworten, zu begrüßen. Also, die 12 hat die SG10 rund um Basti Holter und die Startnummer 75, das ist Fabio Wagner. Das ist Purple Sector Racing bei GSE, der Porsche mit der 75, der hat die Quali-Sperre. Ingo Schmidt ist noch gejoint, sehr schön. Im AMG mit der Startnummer 17. Ist Ingo Schmidt nicht DB3 Motorsport zugehörig? Fragezeichen? War das nicht der Ingo? Naja, ich glaube, ich täusche mich gerade. Ja, nicht nur in, ich wollte gerade sagen, richtig, genau, Smotz, der Mirko hat es genau richtig geschrieben, das ist gerade in jeder Liga Gesprächsthema Nummer 1, Fredi, ja. Das ist, ja, richtig, richtig, das ist ein Riesending, das ist ein Riesenthema. Vor allen Dingen auch jetzt bezogen auf die zukünftige, also ich sag mal so binnen der nächsten zwei Wochen, wenn da irgendwie die Endos oder sowas anstehen, ne, und die Veranstalter, die sind teilweise richtig in die Enge gedrängt, weil die Fahrer natürlich gewisse Standards oder beziehungsweise Formate halt fordern, ne. Ja, und es ist momentan nicht umsetzbar. Weil das standardgemäße Thema ist scheiße scheinbar. Wie auch immer. So, ich möchte ganz kurz eine Sache probieren. Wenn das funktioniert, wäre natürlich sehr, sehr geil, weil das habe ich irgendwie bei den Kollegen mal gesehen. Schau mal. Ja, der macht das. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil, das ist ja hoho, already, das ist ja mal. Also, ich kann jetzt. Das habe ich ja, da habe ich. Ey, unglaublich. Das ist ja mal nein. Thank you.
Hey, Sidro, mein Lieber, Grüße. Ja. Dirk, ganz ehrlich, lieber so und man hat einfach das Gefühl, es wird immer, man bleibt am Ball, es wird getan, es wird gerödelt, es wird gemacht, ja. Wie das, ne, still, heimlich, leise einfach so ein Ding ausläuft, oder? Aber es ist natürlich trotzdem schwierig. Hupsi, wunderschönen guten Abend, Nicole, grüße dich. Nicole, heute ist bei mir, sind bei mir die ersten Lieferungen eingetroffen. Ich warte jetzt im Grunde nur noch auf die Cups, also auf die Tassen. Und wenn die Tassen da sind, dann gibt es einen Call von mir, oder? Ja, verständlich, Mirko. Vollkommen verständlich, Mods. Dass man da am Rudern ist. Also, ganz lockere Trainingsphase, noch roundabout 6 Minuten. Haben Sie Zeit? Thomas Jansch, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Also, wie gesagt, Hoodie und Hose sind da. Tassen warte ich jetzt noch und ja. Ich hoffe aber, dass die im Laufe der nächsten Woche kommen, weil normalerweise sollte das jetzt nicht allzu sehr hoch sein, ne? Weil in Summe ist es auch schon wieder 4 Wochen her, ne? Nochmal Dirk, was kann man sehen? Platin und Gold? Ach so, wegen der... Okay, alles klar, okay. Platin und Gold kann man sehen, okay. Also dann ist wahrscheinlich die weiße Nummerntafel ist Platin und der goldene Bereich sind die grauen Tafeln, oder? Gut, die Textilien sind mega geil, Vanessa, definitiv. Ne? Aber was mir so ein bisschen... Die Lieferzeiten, das ist nicht ganz so... Gefällt mir nicht wirklich. Aber die Drucke sind wieder absolut geil. Ohne Scheiß, die sind richtig, richtig gut. Hayabusa, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Meine Fresse, Chris Heyer in der Haus. Wupp, wupp, genau. Chris, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen, Mann. Bist du heute Abend mit am Start? Red Spike, willkommen zurück, mein Lieber. Mimanyo, sei mir gegrüßt. Gute Mosche. Das ist das Venari Racing Design hier, ja, Freddy. So fahren alle Venari Racing Boliden hier rund um Max Florenz. Der Christopher Schmidt, auch einer von dem Venari Racing Stall. Robin Volland gehört noch dazu. Mike Bugler fährt auch für den Verein. Also, es sind einige vertreten für Venari Racing am Start. Jeff Ewerts habe ich hier noch im Gepäck. In Luxemburg, ja. Thomas? Ja, normalerweise sehe ich alle Liveries heute, das hat gepasst. Musste niemanden ermahnen. Wo ist er? Philipp Thomas, Philipp, da ist er. Da ist er, Thomas. Philipp Thomas. Ah, ja stimmt, genau. Ey, Benny, guten Morgen. Guck, wie geht's dir? Sehr schön, freut mich. Michael Weber, wunderschönen guten Abend, Grüße. Der Herr Weber in der Haus, Mann. Michael, alles munter? Geht's dir gut? Bist du munter? Soweit? Hat er gelernt? Ja, alles easy. Ich hab vorhin auch erst, also Pi mal Daumen, so circa 30 Minuten vor Rennstart, hab ich eine aktuelle Version gezogen. Da gab's die Info von der Hovesim Racing, dass doch Livery-Daten aktualisierter Natur da sind. Und einwandfrei. Ganz stabil, Benni, das lese ich gerne. Sehr schön, freut mich. Basti Holter hier im Automat für DB3 Motorsport. Gerd Binder. Ja, der Gerd. Das ist halt normal, oder? Gerd Binder seit eh und je immer ganz, ganz schlicht, ganz einfach gehaltene Nacktkleider auf seinen Fahrzeugen. Dass man auch ja sieht, das ist der Gerd Binder. Und der kann ordentlich da vorne mitfetzen. Also das ist Chapeau. Immer eine absolute Augenweide, wenn dann Gerd Binder damit mischt. Fit und fröhlich, jawohl, sehr schön, Michael, so muss das. Nee, ich habe immer noch keine Zeit gehabt, Selfie mich mit zu beschäftigen, wie ich da eventuell den Hintergrund rauskriege, dieses Schwarze wegkriege, weil es gefällt mir nicht weg. Ich sag mal, es ist okay, es ist ein relativ cooler Kontrast, also in Summe kann man es lassen. Aber, joa, ne?
Cash goes boom. Thanks for following. Good evening. Nice to meet you. Welcome to my stream. Vielen, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Wunderschönen Abend. Ob ich die GT2 schon getestet habe? Benni, ich sehe schon, du warst schon lange nicht mehr hier. Ja, habe ich. Letzte Woche am Freitag, Community-Tag, bin ich selber im GT2 gesessen, habe auf dem Audi 8 angefangen, bin dann nach dem ersten Durchgang vom R8 gewechselt auf den Maserati und danach hast du mich gefühlt die nächsten zweieinhalb Stunden nur noch grinsen sehen. Aber so ein Perma-Zustand, weißt du, ich meine, also Joker ist ein Scheißdreck dagegen gewesen. Um die Uhrzeit, Nicole. Was gab's Feines? Ja, ist ja kein Problem. Das weiß ich ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Gash, das sehe ich ja nicht. Soll ja nicht unhöflich von mir sein. Weißt du, wie ich meine? Nachher joint wirklich irgendwie ein internationales Mitglied, so nach dem Motto internationaler Zuschauer. Und ich babbel hier auf Deutsch und mehr. Und dann kommen nur 35.000 Fragezeichen oder so. Gash, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Muss ja alles Hand und Füße haben. Freunde, wir haben 22 Grad im Baku, 16 Grad Außentemperatur, es ist 15 Uhr, Time of the Day. Serverseitig. 20 Minuten oben links in der Ecke, 20 Minuten Qualifikation, mehr gibt es nicht. Attacke, raus, 44 Teilnehmer, die sich dem Thema stellen wollen. MTK, wunderschönen guten Abend, Grüße. Wie die Stimme kenne ich doch? Ja, weiß ich nicht. Hau einen raus. MTK, gib dich zu erkennen, ich weiß nicht, wer du bist. Nee, Benz bin ich noch nicht gefahren, Thomas. Ich bin dann auf dem Maserati erstmal hängen geblieben, weil der Maserati ein unglaublich, unglaublich genügsames Auto ist, beziehungsweise vom Gefühl einfach mir absolut in die Karten gespielt hat. Also reingesetzt, einmal reingepupst, weißt du, ich meine, markiert und sauwohl gefühlt, oder? Gemüse und Spätzle. Oh, sehr schön. Die Spätzle gab es vorhin auch hier, Nicole. Schön mit Bacon und so. Bisschen Zwiebeln mit rein. Bisschen Spitzkohl mit rein. Absolut geil. So, Freunde. Ulf, guten Abend. Herr Bolender ist in the house. Ich grüße dich. Damals von GT Sport. Boah. Wie war denn dein Fahrername gewesen, HeimTK? Von GT Sport, Docti. Willkommen zurück, mein Lieber. Wundervollen guten Abend. Aber ja, das ist richtig. Ich habe mit GT Sport ja angefangen, HeimTK. Damals noch unter Bloody Rain 1984, das war der erste Name. Mittlerweile seit ganz, ganz langer Zeit umgebaut auf Tubi TV. Ach, nein! Echt jetzt? TK? Sehr geil. Ja, willkommen zurück, mein Lieber. Schön, dass du da bist, ey. Genau. Und dann umgebaut. Lass mich kurz überlegen. Wann habe ich das Thema... Wann bin ich runtergezogen an Bodensee? Alex Langhorst, moin, grüß dich. Ne? 2020 bin ich runtergezogen an Bodensee. Und in dem Jahr habe ich die Firma umbenannt, also beziehungsweise umgetauft und habe das alles umgebastelt auf 2BTV. TK, wenn du Bock hast, liebend gerne bei mir aufs Discord drauf joinen. Ich habe freitags normalerweise Community-Tag. Da ist einfach freies Fahren. Ne? Kommst du mit rein, kommst du mit drauf auf den Server, fährst du mit, wenn du Bock hast. Ganz kurzes Short-Sessions, ganz tiefenentspannt. Rein nach dem Motto, so lange wie wir Bock haben. Geht jederzeit. Nikossi, wunderschönen guten Abend, Grüße. Dann haben wir gleich die ganze B-Serie hier versammelt. Ja, ist möglich, oder Michael? Ist möglich. Also die ersten Rundenzeiten werden gleich kommen. Das erste Format kennt ihr, ne? So ein bisschen Einrollrunden feiern. Chris, mein Lieber, wunderschönen guten Abend.
Ich habe das Essen mal umgestellt, wir verzichten auf Fleisch diesen Monat. Geiler wäre jetzt gewesen, Nicole, wenn sie geschrieben hätte, Bloody, wir haben das Essen umgestellt, der Kühlschrank steht jetzt direkt neben dem Fernseher. Nee, Spaß beiseite. Ist okay, Nicole, finde ich gut, auf jeden Fall. Ich werde mich spätestens, wenn wir uns sehen, werde ich mich davon selber überzeugen können, oder? Air Max, grüße, mein Lieber. Ey, Foxy, guten Morgen, mein lieber Marcel. Grüß dich. Hat er wieder Blut geleckt, oder? Mein lieber Fox Devils Wild. Air Max, alles fresh? Was für der Kappeschorsch? Der Kappeschorsch? Das ist ein Hessebub, oder? Das ist ein Hessebub, Air Max. Sehr schön. Paul Zetter, momentan Michael Pierschein, 43030 gefahren. Tobias Martini, P2, 43140. Direkt dahinter Moritz Bötzer, neuer P3. Ne, ist ganz normal. Britta Wasserfilter, das innovative Ding dieses Jahres. Musst du euch auf jeden Fall zulegen. Britta Wasserfilter, ohne Aktivkohle, scheiße. Alter, P3 wollte ich sagen und nicht P3. Ja, also, Moritz Bötzer, neuer Dritter, 43185 gefahren. Robin Meyer, P4. Mit 43192, Freunde, das sind 7000stel. Philipp Groß P5 mit 43267. Julian Krubika P6. Jonas Zeus auf der 7. Unser Grieche. Stefan Mons auf der 8. Sebastian Brocke P9. Auf geht's. Brocki. Jawohl. 43547 für Sebastian Brocke. Jetzt P10 abgerutscht, weil etwas schneller gewesen. Jan Drexler. Thomas, grüße dich. Wunderschönen guten Abend, der Herr Gefert. Bei mir gegrüßt. Jawohl, da kommen die Grüße vom Soapbox-Team. Jawohl, so muss das. Philipp Thoma, neuer Neunter. In dem Moment über die Linie mit 43440. Jetzt P10, Christopher Schmitz. Hat er mal einen stehen lassen, oder? Denio, grüße dich. Moinsen. Christopher Schmitz, neuer Sechster, 43275. Ja, den Christopher, das sind 8000stel. Ey, Christopher, 8000stel, ja? Ne? Jetzt, bitte. Nimm das Aquarium-Brillenglas ab und dann hast du die 8000stel auch ratzfatz gefunden, mein Bub. 42745. Polezeit immer noch. Der ehemalige Holder, Michael Pierschein. Der hat wieder heimlich geübt, Freunde, wenn ihr mich fragt. Mike Bugler, 14. 43440. Zeitengleichheit zu Philipp Thoma. Auch das ist gekonnt, oder? Lukas Strahl, ich grüße dich. Wundervollen guten Abend. Mons P15. Nick Hussfeld auf der 16. Jetzt P17 mit 43510. Auch da die nächste Zeitengleichheit. Freunde, das ist nicht wahr. 43510 nach dem Komma. Also 15 und 16 sind zeitengleich, P17 und P18 ebenfalls. Sebastian Brocke 19, Klaus Jekyll 20, 43652 gefahren, Basti Holter auf 21, dann der René Brey auf 22, Jeff Everts auf 23, Robin Volland auf 24 mit 43855. Ja, der Robin muss noch ein bisschen warm werden hier. Bloody H, P27, Justamente. Matthias Weggel mit der Verbesserung auf die 20 nach vorne mit 43497 für unseren Wegelinski. Warum auch nicht? Pierre Meyer 29, Bobby Paceman 30 mit 43880. Auch da ist die Zeitengleichheit zu Pierre Meyer. Geil. Geil. Dreimal Zeitengleichheit. Das ist Premiere, oder? Haben wir dreimal schon mal gehabt? Ich glaube, dreimal hatten wir noch nicht. Zweimal ja, aber noch nicht dreimal. Dreimal nur? Ich glaube, es ist ein einziges Mal passiert, dass der Polezeiter, beziehungsweise die Top 3, alle drei die gleiche Polezeit hatten. Das ist ein einziges Mal passiert, aber ich glaube, das war ein Schaltjahr oder so. Ja, es kommt 2 Monate alt und Motorsport steht Kopf. Ja, das ist richtig. Das stimmt, Gesh. Da bin ich bei dir. Mitteilung kam ja irgendwie heute, oder? Danio, wie geht's dir? Ey, Lars, guten Abend. Hilaria, willkommen zurück. War das in der SSG? Letztes Jahr? Letzte Saison? Ach, du meinst wegen Schalter? Fall mir nicht ins Kreuz, Hilaria. Bitte, hör auf. Will auch mal recht haben dürfen. Aber das war dreimal Polezeit, ne? Tobias Martini, neuer Polezeit, der 42725 gefahren von Martini. Also nicht nur, dass der in dem Glas geil um die Ecke rumgeht, weißt du, ich meine, der kann auch schnell on track hier. Tobias Martini, hier in Barcelona. Thomas, wie geht's dir? Ja, ich mittlerweile auch, Airmax. Aber das darfst du eigentlich gar nicht so laut sagen. Der 2000stel Delta zwischen Pierre Meyer, P8 und Sebastian Brocke, P9.
Enge Kiste. Enge, enge Kiste. Zeitengleichheit P19, P20, Robin Vollands, 43277. Auch genau das gleiche gefahren ist Basti Holter. Klaus Jäkel, P30, Markus Blumendrath auf der 31, 3000stel Differenz. Das ist nichts. Ernst, bist du im Dienst gerade noch oder hast du Feierabend jetzt? Joda, wundervollen guten Abend, grüß dich. Mika fängt bei einer P36, 43927. Alter, mit einer 43.9 bist du hier 36. Darfst du keinem erzählen. Detlef Keep, 41. mit 44.090. Schmitti, wundervollen guten Abend, grüß dich. Was hindert dich momentan, Airmax? Klär mich auf. Ja, genau, richtig. Dich meine ich, Lars, ja. Also zwei... Remo Kipfer, 31. 43.592 gefahren. Der Schweizer... Spätschicht im Büro? Oha. Lass mich raten, das ist Industriezweig oder Industriebereich, Thomas, oder? Der Grieche nur auf P10, 42, jetzt sogar P11, 42985. Christopher Schmidt 8, Moritz Birzer 9. Alexander, guck mal hier, Alexander Grote mit dem Honda NSX, Freunde, nach vorne geballert auf die 7. Du hast einen 24er, Lars. Okay, Umzug, dann der Spaß am Setup. Weil sonst sehr viele Bänder aktuell. Fühle ich, ja, Max, fühle ich, ja. Ja, mach in Ruhe. Bring erstmal, wichtig ist immer die Basis, oder? Die Basis muss stimmen, sehr schön. Wie lange geht deine Schicht, Thomas? Wichtig ist immer, dass die Basis halt passt, ne? Also wenn du jetzt, mach eins nach dem anderen. Den Tipp kann ich dir nur geben, Max. Auch wenn ich jetzt unwesentlich älter bin wie du. Macht eins nach dem anderen. Ne, macht nicht irgendwie fünf Sachen auf einmal oder so, ja, und dann wird alles kacke, sondern macht eins nach dem anderen, ordnet das ganze Thema und es gibt ganz viele, die, also, wir haben ja letztes Jahr die Situation gehabt, ne, oder speziell Corona war vorbei, dann ist man nervös geworden, dann ist man hippelig geworden, dann hat man gesagt, ich muss alles verkaufen, ich habe keine Zeit mehr womöglich, ne, bevor es einstoppt und so, ich bin nicht bei euch, hätte ich genauso gemacht. Aber es gibt ganz viele, die danach, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später, die sich wieder eingekauft haben. Wisst ihr, was ich meine? Die haben wieder Zeug gekauft, die haben das gemacht, die haben dann vielleicht auch die Upgrades genutzt und sowas, aber was die in Summe einfach an Geld rausgeblasen haben, das war so ein bisschen das, ne, das ist brutal gewesen. Ja, also es gibt einige, die sind wieder zurückgekommen, die haben sich dann neu aufgebaut, die haben sich neu orientiert, gemacht, getan. Alles gut. Ja, das ist halt, deswegen sage ich, ne? Also da muss vorher, sollte in dem Fall einfach wirklich erstmal das Ganze drumherum, weißt du, also du musst den Kopf frei haben. Ja, das ist ja nicht der Regelfall gewesen, Chris, ne? Das ist ja nicht der Regelfall. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt Situationen, da ist dann im Endeffekt wieder gekauft worden, ne? Weil man dann gesagt hat, nee, doch, da fehlt doch ein großer Teil einfach für das Thema Ausgleich, Hobby etc. Und ja, warum nicht? Wir sind wieder dabei, ne? Bestes Beispiel hier, Mike Bugler. Mike Bugler habe ich ganz lange nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist ganz lange nicht gefahren, der war nicht aktiv. Und der hat sich damals bei der SRU hat er sich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, der hat sich da nicht kaputt gemacht, aber der hat sich einfach zugrunde gefahren. Wisst ihr, wie ich meine? Der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja? Der ist nur hinten rumgepimmelt, ja, so blöd wie es klingt, ja, und oh, mir echt leid getan. So, und dann sitzt der hier im Auto bei der Hovesim Racing und kredenzt mir da eine Pace von Latz, wo ich denke, Alter, Mike, was ist los? Bist du irgendwie Steroide oder was, ne? Aber geil, ich gönn's ihm. Jetzt in deinem Falle, Chris. Okay, okay. Ja, siehst du, gestern bei mir war es genau andersrum. Ich mache die Moderation hier, ohne jetzt das selber fahren. Also ich bin vorher schon so ein bisschen in Anführungszeichen kompetitiv gefahren. Da gab es aber das Thema Simracing hier via Twitch etc. mit den privat organisierten Ligen. Das gab es so in diesem Umfang lange noch nicht.
komme eigentlich von der Situation von Motion Systeme, Actuaracer etc. respektive, ne? Aber Motion Series aus iRacing und so, beziehungsweise aus AC, aus der ersten Generation und so, da komme ich eigentlich her. Ne? In der Moderation hier mit Streamereien und sowas bin ich seit 5 Jahren unterwegs. Leben ist wie Schachtelpralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ja, das ist richtig, ja. Das ist korrekt, ja. Robin Meyer, neuer Pole-Setter, Freunde. Löst also justamente ab den Tobias Martini. 42,537. Philipp Thoma, Dritter. 15.000stel langsamer gewesen wie derweil P2. Michael Pirchheim, 5.000stel langsamer wie P3. Aktuell auf der 4 gelistet. Ricky Krebs auf der 5. Großartig, der Ricky. Mit 42,760. Auch da sind es nur 15.000stel zwischen P4 und P5. Jan Drexler, P6. Max Florenz auf 7. Nur auf 7, muss man dazu sagen. Wobei, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte uns der Max Florenz beim letzten Mal im Interview auch kurz gesagt, dass der Aston Martin nicht ganz so cool sei hier auf Barcelona. Deswegen auch hier drücken wir trotzdem dennoch die Daumen, dass es dementsprechend für den Max relativ human nach vorne geht, im besten Fall. Nick Husfeld P8, Alexander Grote auf der 9, Christopher Schmidt auf der 10. Ein Ticken mehr wie 5 Minuten haben wir noch. Maximal ergo noch 3 Runden. Ja, aber die BOP ist halt noch nicht fertig, Erdinger, ne? Das ist ja so dieses Hauptdebakel-Thema derweil. Genau, Air Max, ja, das sollte nicht passieren im besten Fall. Ganz locker, immer durch die Hose atmen, ne? Nichts erzwingen, nicht selbst zu sehr unter Druck setzen oder dergleichen, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht Anspruch an euch selbst haben sollt. Anspruch und sich selber unter Druck setzen sind zwei Paar getrennte Schuhe. Ja, definitiv, Erdinger, definitiv. Der Alvin ist hier auf 38, war gerade mit der Maus drüber, Joker. Das hat genau gepasst, mein Lieber. Alvin Bosian P38 mit 43,870. Und ich muss ganz kurz telefonieren. So, sorry, ja, wenn die Family anruft und so, wisst ihr, wie ich meine, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich, dann müsst ihr wenigstens mal ganz kurz Hallo sagen, ne? Ja, kann ja nicht immer ganz und so. So, Robin Meyer, mein lieber Axel, ich grüße dich, guten Abend. Robin Meyer, 42,537, P2 für Max Florenz. Also, ich nehme alles zurück, der Aston Martin scheint doch zu gehen, speziell in Kombination, wenn er Max Florenz auf dem Fahrzeug mit Sitz beziehungsweise am Steuer ist, oder? Hinterm Stiesel. Alter Verwalter, 42,537 für Meyer, Max Florenz 42,565 gefahren, Ricky Krebs P3, Philipp Thoma P4, jetzt kommt Bugler um die Ecke, Alter, Mike Bugler, neuer Dritter, 42,572, 7000stel, langsamer wie P2, wie Max Florenz, verdammte Scheiße da, Mike Mann,
Großartig. Bin stolz auf den Bub. Ricky Krebs somit P4, Philipp Thoma P5, Philipp Groß auf der 6. Also auch David wieder, ne? Man darf ja den Namensvetter nicht alleine lassen. Man muss ja wenigstens Gesellschaft leisten. Tobias Martini P7, Michael Pirchheim 8, Jan Drexler P9, Nick Husfeld auf der 10. Geile Nummer. Wenn ihr jemanden speziellen sehen wollt, überhaupt kein Thema, am besten von der Fahrername rein und oder die Startnummer, dann können wir gucken. Hier soll natürlich nicht jemand zu kurz kommen, das ist klar. Da haben wir Patrick Schröter im Bild, das ist die 292. Der Pfeffe Pilot 43135 gefahren, wäre derweil P22 die letzten 60 Sekunden laufen in der Qualifikation. Liebe Grüße an Peter, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Die Soapbox-Gemeinschaft auch hier, wer eint heute Abend und gespannt am Mitfiebern. Wie heißt nochmal der YouTube-Kanal von Pirchheimer? Weiß das wer? www.google.scheiße, ich weiß es nicht, hab's vergessen. Ich muss gucken, keine Ahnung. Ich glaube der... warte mal, lass mich überlegen. Der Michael Pirchheim... Hält der das nicht sogar ins Discord rein? Haben die da nicht so einen Channel von wegen so Self-Promotion oder so? Ne, gar nichts, gar nichts. Ich hab original, TK, ich hab original mit Release von... Er war ja vorher schon so. Ich war ja vorher schon in der Moderation mit Formel 1 unterwegs und ich habe damals angefangen mit F1 2018 war es gewesen bei meinem Streamer-Buddy auf dem Kanal und dann bin ich über AC, damals mit der GSR in Formaten, bin ich geschwappt in Richtung ACC und Pi mal Daumen, ein halbes Jahr später ist GT7 rausgekommen und das war für mich final der Cut zu sagen, okay, ich werde mir keine PS5 zulegen, ich werde GT Sport definitiv komplett den Hasen geben und habe die PS4 damals, die steht da in der Ecke, weißt du, wie ich meine, also die will nicht sagen, die verstaubt, weil dafür ist sie eingepackt im Karton, original, ja, alles easy, aber ich habe seit GTS, spätestens mit dem Release von GT7, komplett eingetütet. Ich hab's vor, Excel. Ich hab's vor. Was eventuell sein kann, dass ich ein paar Minuten länger arbeiten muss morgen, da muss ich mal gucken, aber prinzipiell habe ich schon angedacht, ja. Pi mal Daumen 14 Uhr, dass wir morgen starten. So ist zumindest der Plan. Wer noch auf Nordlab ist, das darf diese zu Ende fahren. Ansonsten ist das Thema Qualifikation jetzt vom Tisch. Ich krieg ja trotzdem noch einiges zugetragen im Hintergrund, TK. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie, ich sag mal, nicht auf dem Laufenden gehalten werde. Es ist bestimmt cool zum Zocken und so, weißt du, aber dieses Kompetitive, was wir hier bei ACC, iRacing, Raceroom oder von mir aus bei RF2 oder so, ihr wisst, was ich meine, vielleicht haben, das ist halt da leider nicht gegeben. Oder wenn dann nicht, überhaupt nicht in diesem Rahmen, ja. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht mit, weißt du, ich hab teilweise riesen, ich hab Big Rids gehabt, riesengroße Events mit 80, 90 Teilnehmern, ja. Und wenn dann einfach mal so 200, 250, 280 Fahrer auf dem Server sind, weißt du, da gehst du halt steil, ja. Da wirst du so motiviert, dass du halt auch mal einen 24er alleine solo moderierst, ne. Die Sport war geil, ich hab's geliebt, Chris, sind wir realistisch, ohne, ich bin ja selber kompetitiv damals gefahren, also, das ist kompetitiv, ich bin ja selber im Liga-Format gefahren, über dieses Selberfahren, ich bin damals, mein Bruder ist ja auch aktiv gewesen, ja, ich habe mit meinem Bruder damals die Liga, haben wir richtig schön reingerockt, ja, das war mega geil und darüber ist die Moderation ja entstanden bei mir, Trike Mike, wunderschön gelangt, deswegen, ich will diese Zeit definitiv nie wieder missen, ja, also ganz klar. Kein Vergleich. DK, kein Vergleich, bin ich bei dir. Was sagt der Server? 9 Uhr morgens. 9 Uhr morgens, Freunde. Ey, Nikisch, moin, grüß dich, Mahnen. Ist übel, oder? Übel, die Abstände, definitiv. So, warte. Den Mandatory Pitstop brauche ich noch.
20 Minuten Boxenstopp, Fensterhammer, mehr gibt's nicht. Und jetzt gehen wir ins Stunning Grids. Also 14 Grad außen. Temperatur 14 Grad im Parcours, das ist nicht die Welt. Aber da müssen wir durch. Also. OZ da. Vorne rechts, das ist Robin Meyer, das ist der McLaren-Pilot. Leon, grüß dich, moin. Robin Meyer also auf Pole, Max Florenz P2, Mike Bugler von der 3, P4 für Ricky Krebs. P5 für Philipp Thoma, der Cristiano ist hier im Chat, der ist nicht auf der Strecke. Philipp Groß P6, Tobias Martini von der 7, Michael Pirchheim von P8, Jan Drexler startet auf der 9. P10 für Alexander Grote, P11 für Nick Husfeld. P12 Stefan Mons, der Grieche Jonas Zeus von der 13, P14 daneben Christopher Schmidt, flankiert da die 777, der Benjamin King auf der 15. Position, Moritz Birzer von der 16, Alexander Rütz von P17, Benjamin King, da bin ich gespannt, was da im Rennen geht, womöglich. Rütz also von 17, Danny Anwand von 18, Pierre Meyer von der 19 aus, P20 haben wir Sebastian Brocke, dann haben wir Gerd Binder auf der 21, P22 Robin Volland, P23 Patrick Schröter, jawohl, P24 Julian Krubica, P25 dann dahinter Mika Finkbeiner, flankiert vom Luxemburger von Jeff Ewerts, der steht auf 26, P27 haben wir Dominik Meyer, Basti Holter steht daneben auf der 28, 29 für René Brey, Matthias Weggel daneben auf der 30 startend. Oh, der ist sehr weit hinten dieses Mal. Peter Lindner für die 31, P32 der Schweizer Remo Kipfer. Ist krass, gell? Patrick, das ist richtig heftig. Vladi Haar von der 33, Sven Molitor von 34. P35 für Klaus Jäckel. P36 für Markus Blumendrath. Hier seht ihr die ganzen McLaren, ja? Der ist teilweise schön zusammengeknubbelt. Hier P37 Sandro Conradi. Alvin Bosian daneben von P38. Michi Hirtschi von der 39. P40 haben wir ja für Bobby Paceman. Jens Alusa von der 41. Markiert 42. Position für Detlef Keep. 43. Startposition Ingo Schmidt und daneben Fabio Wagner. Das Auto mit der 75, der hatte die Qualisperre, der Fabio Wagner steht also ganz am Feldende und muss dem Thema im besten Falle hinterher eilen. Fingers crossed, 44 Starter, sehr geil, kann interessant werden, wird auch mit Sicherheit interessant und was die Kollegen gerade auch in den Chat geschrieben hatten, war die Situation, dass unglaublich enge Geschichte hier zugegen ist. Das Speed mache ich noch kurz an, jawohl, perfekt. Weil die Abstände jenseits von Gut und Böse zum Vorteil unsererseits, Thema Spannung womöglich, betrifft natürlich massiv nach oben schraubt. Was mich damals halt so richtig aufgeregt hat, TK, war das Thema, dass die es nicht geschafft haben, einen separaten Spectator-Platz für den Moderator oder für den Streamer zu schaffen. Da könnte ich ausflippen. Aber schade. Naja, ist halt so. Wie gesagt, gerne jederzeit wieder, immer wieder zurückerinnert und so, ne? War schon geil, die Zeit, definitiv. Würde es genauso wieder tun. Das stimmt, ja, das stimmt. Lang ist es her, ja. Ja, das ist ja schreckend, ne? 43.1 und du stehst noch auf P23, ja. Manch einer fährt vielleicht gerade mal 45er Zeiten, oder? Weißt du, wie ich meine? Und ist froh, wenn er überhaupt die Runde da schafft. Barcelona ist auch nicht jedermanns Strecke. Das ist länger her, TK. Das ist länger. Wie gesagt, ich mache die Moderation jetzt 5 Jahre lang. Ich habe vor. Ja, ich habe vor 5 Jahren habe ich angefangen. Ich habe meinen ersten. Warte mal. Ja, genau. Im Dezember 2018. Im Dezember 2018 habe ich meinen ersten moderierten Stream gehabt.
Dann habe ich 2019, 2020 habe ich das Thema Konsole, habe ich dem Thema den Rücken gekehrt. Also drei, vier Jahre knapp. Ja, kommt hin. Zu moderieren? Das war eine ganz geile Geschichte, also wirklich kurz und knapp erklärt. Ich bin, wie gesagt, mit meinem Bruder zusammen, bin ich auf Gran Turismo Sport unterwegs gewesen. Wir waren zusammen im Liga-Format gewesen, war eine sehr, sehr geile Nummer. Und wir hatten damals so ein, keine Ahnung, das, da gab es noch voll das böse Blut. Ich habe dann die Liga übernommen. Ich hab da, kennst du TK, kennst du die EGTL noch früher? European GT Leagues? War meine eigene Liga. Egal. Ich bin mit meinem Bruder zusammen Liga-Format dort gefahren und wir waren relativ erfolgreich. Das hat gepasst, das hat Spaß gemacht. Und da gab es so einen komischen Zipfelklatscher, der hat das Thema moderiert, oder? Und der hat es gut gemacht. Also auf seine Art und Weise hat er das gut gemacht, ja. Und von mir gibt es sogar noch mehr, Digga. Nee, Spaß beiseite. Gibt es nur einen, das passt. Weißt du, wie ich meine? Alles andere könnte ich auch nicht verantworten. Der hat mich dann irgendwann mal, hat er mich gefragt, sagt er, sag mal, man hat natürlich auch dann privat, wenn jetzt gerade nicht unbedingt Rennen waren, hat man da zusammengesessen im Voice. Ne? Hat so ein bisschen Dummschwätz da, Dümpfe von sich gegeben. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, sagt er, wie sieht's denn aus? Hast du nicht Bock, ne? Ja, das weiß ich nicht mehr, TK, das weiß ich nicht mehr. Schon so lange her. Aber die EGTL war damals mir. Ich habe die EGTL gegründet, beziehungsweise die EGTL aus dem damaligen Bestandsthema entstehen lassen, ja. Neue Namen gegeben etc. und größer gemacht. Wir haben ja damals, wir sind mit 3-4 Lobbys sind wir gefahren, TK. Das war ja pervers, wie groß das damals war. Wir hatten ja teilweise zwischen 150 und 180 Fahrer gehabt. Mit Wartelisten etc. Das war pervers. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, hast du nicht mal Bock, wollen wir nicht mal zusammen moderieren? Dann habe ich gesagt, das machen wir. Und dann haben wir den ersten Stream zusammen gemacht, das erste Rennen zusammen moderiert. Und nach diesem ersten Rennen hat die Zuschauerschaft, das waren, lass vielleicht 10, 15 Hansel gewesen sein, die da zugeschaut haben. Das war wunderbar, ne? Und dann die haben alle gesagt, ey, lass mal den Bloody alleine machen. Ja, lass den mal alleine machen. Sag mal nix, lass den mal alleine babbeln. Wo ist es gewesen? Und es ist beim zweiten Mal, ich habe das zweite Rennen dann alleine moderiert. Und nach diesem zweiten Rennen haben wir alle gesagt, Alter, du musst dir einen YouTube-Kanal machen. Du musst dir einen YouTube-Kanal machen, du musst da auf jeden Fall... So, und so ist es entstanden. Und dann habe ich angefangen. Erzähle ich euch gleich mehr, aber jetzt machen wir erstmal Rennstart. Weil wie die Technik entstand, das ist viel geiler. E-Story. Genau, Devil's Racing war es, TK, ja, du hast recht. Also, Polesitter! Pacemaker Robin Meyer, jetzt darf er rechts den Fuß fallen lassen. In dem Fall, es geht im Renntrim auf P1. Oh, da gab es rund um den Philipp Thoma so ein bisschen Lackaustausch. Geil, schaut es euch an, Freunde. Habt ihr das gesehen? Richtig gut, oder? Nur ein bisschen Contact gehabt, ansonsten alles safe durch die erste, mehr oder weniger lange, lange, lange Schikane hier in Barcelona. Tapo, habt ihr richtig gut gemacht. Sehr, sehr geil. Robin Meyer mit Führungsarbeit. Oh, da hinten, da hat's geknallt. Jetzt hängt mein Tower, jetzt kann ich nicht mehr scrollen. Hier, Basti Holter mit involviert, Matthias Weggl scheinbar. Hier, da hinten stehen sie noch. Jens Alusar hat da auch einen Treffer mit abbekommen. Danny Anwand muss aus dem Kiesbett zurück. Mika Finkbeiner, auch er hat hier einiges an Plätzen eingebüßt. Sandro Conradi hat da auch ein bisschen Lackaustausch gehabt. Jens Alusar, Julian Krubica, Robin Volland. Da ist auch ein bisschen angelehnt worden. Alexander Rütz jetzt auf 18 vorbei an Sebastian Brocke. Moritz Bierzer angelehnt an Nick Husfeld und oder umgekehrt. Laguna Coupé, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Jawohl, da wird der Vladi H. angefeuert. Liebe Grüße ans Team Rapid Racing. Vladi H. ist gerade unterwegs. Auf, gib mir eine Sekunde. Hier P28. Gerd Binder hinter Alexander Rötz vor. Patrick Schröter auch da. Enge, enge Kiste. Ich hoffe, dass sie in der Lage ist. Wie spät möchten Sie bremsen? Ja, so extrem spät, dass der Moderator der Meinung ist, er müsste sich gleich vor lauter, ne, in die Hose scheißen. Meine Fresse. Danke. Ich habe mitgebremst gerade, und zwar mehrfach. Boxeneinfahrt genutzt, instant, von Basti Holter und aber auch von Vladi H. Basti Holter ist das 12er Auto, der hat die SG10, die wird relativ zeitnah jetzt absolviert, aber warum? Auch Dominik Meyer ist drin. Das ist der 78er Bolide. Basti Holter, sehen wir. Vladi H. Haben die eine DC?
Peter feuert Klaus Jäckel an. Gib mir einen Moment, Peter. Dann gucke ich nach dem Klaus Jäckel. Ich will nur ganz kurz wissen, ja, das sind die Ts, das sind Durchfahrtsstrafen, Freunde. Penalty, Command Mission, Drive-Through Penalty cleared for both cars, passt wunderbar. Also Vladi H. und Dominik Meyer hatten da direkt mal eine Durchfahrtsstrafe aus dem Starting Grid heraus gesehen. Leon, vielen, vielen Dank fürs gegiftete Sub an den Cristiano. Kuss geht raus, mein Lieber. Ja, teilweise ist es echt heftig, Mimanio, bin ich bei dir. So, wo ist der Klaus? Hier, Klaus Jäckel, P28 hinter Alvin Bussian vor Detlef Kiep. Falsche Startposition im Grid, Laguna und oder Speeding im Starting Grid. Im Corridor-Format. Je länger es das Teilnehmerfeld schafft, diese Abstände zu halten, desto geiler wird es womöglich. Aber wir machen uns nichts vor, Freunde. Das ist unglaublich, unglaublich anstrengend. Matthias Weckl verfolgt sein Teammate Jeff Ewald. Sag mal, die haben schon abgesprochen, oder? Das ist doch hier ein Hofer Racing, D-Zug. Ja, Gerd Binder gehört nicht dazu. Also der Fehlfett in Gelb vorne dran. Rund um P20. Aber Schröter, Ewerts, Weckl, die gehören alle zum selben Verein. Alles für den Dackel, alles für den Club. Also, pass auf, TK. Ich habe das Thema so professionell aufgezogen, in Anführungszeichen, dass ich aus 2BTV im Grunde seit Anfang an, auch Bloody Rain damals, das ist eine Firma. Okay? So, das heißt, XYZ kann bei mir anfragen und kann anfragen, ob ich Zeit habe, ob ich Bock habe, ob es passt bei mir auf die Moderation. Unter der Woche. Das heißt, ich habe jeden Montagabend Programm, das bin ich unterwegs in Race Room mit der Rio Racing. In dem Fall jetzt gerade mit der DTM, mit den 23er Boliden. Dann ist Dienstags im Normalfall ist frei. Mittwochsabends ist auch wieder Race Room angesagt bei der Rio Racing. Da wechseln die zwischen den 92er DTM Boliden und dem NLS, also dem Nordschleifenformat. Donnerstags. Wer ist denn da abgeflogen? Keiner. Da ist einfach nur die Beschilderung mitgenommen worden. Keine gelben Flaggen, habe keine gelben Flaggen gesehen. Schönes Ding hier. Mika Finkbein hat sich vorbei gearbeitet an seinen Teamkollegen, an Fabio Wagner. Das ist das Auto mit der Quali-Sperre der Porsche mit der Startnummer 75. Genau, und donnerstags ist es so, donnerstags abends, auch da ist eigentlich immer Programm. Die SRU hat gerade Saisonpause. Die starten auch und die SRU wechselt immer mit Hove. Donnerstags, die wechseln sich ab, ne, sodass wir donnerstags abends immer Programm haben. Und dann geht's in den Freitag, das ist Community-Tag im Regelfall. Und am Wochenende sind halt die Endo-Formate wenn, ne? Ja, wie gesagt, freitags kannst du Kommittag bei mir mitfahren. Normalerweise ziehe ich den immer so bis um 18, 18, 30, 19 Uhr, je nachdem, wie es halt zeitlich rausläuft. Und am Wochenende ansonsten halt immer geblockt für Endo-Formate, ne? Pi mal Daumen 14 Uhr, Cristiano. Also je nachdem, wie es rausläuft, es kann auch mal sein, dass ich vielleicht um 13:30 schon am Start bin. Aber 14 Uhr wird da immer angepeilt. Wenn es bei mir ein bisschen länger wird, dann ist vielleicht mal 14:30. Aber ansonsten kannst du pauschal 14 Uhr eigentlich immer anpeilen, gedanklich. Ganz enge Kiste. Ganz, ganz, ganz enge Kiste. Aber nicht freitags, Leon. 10 Uhr gibt's, wenn dann nur am Sonntag. Das kann auch mal passieren, ja. Also wenn ich freitags dann vielleicht keine Zeit habe und habe dann sonntags die Möglichkeit, den Community-Tag, dass wir nachholen können, dann starte ich am Sonntag um 10 Uhr oder so, ja. Das könnt ihr dann aber auch bei mir im Discord dann immer nachvollziehen, wenn, beziehungsweise schreibe ich das dann ins Discord mit rein, ne. Meier auf der 1, der Robin, Max Florenz 2, Philipp Groß auf der 3. Und Philipp Groß hat sich wieder festgebissen, gedanklich, an P2 und Max Florenz. Das ewige Duell, auch in der letzten Saison schon zwischen den beiden. Auch Robin Meier war da mehr wie ein, zweimal involviert und hat damit
Dirigiert Drexler vorbei für T1 an Philipp Thomas. Thomas jetzt im Sandwich vor Michael Pirchheim, hinter Jan Drexler. Ja, das passt, Dicker, das passt. Kannst du in aller Ruhe, wenn du dann nach Hause bist, nach Hause gekommen bist, dann kannst du noch mal kurz durchschnaufen. Gibst dir noch eine halbe Sau auf Toast und oder für die Veganer auf Gemüse. Entschuldigung. Und dann kommst du ins Rig und dann geht's los, oder? Also ganz, ganz easy. Oh, hast kapiert, ja? Sehr schön. Schade, dass du Serie B nicht machst, vermisst dich da. Ja, ich hab halt, das Problem ist halt, ja, ich kann die Veranstalter verstehen, Chris, also Haya, ich kann die Jungs verstehen, wirklich, ich würde es genauso machen, ja. Ich würde auch versuchen, die Angebotspalette zu erweitern, die Fahrerschaft noch mehr, ne, anzusprechen dadurch oder beziehungsweise Möglichkeiten zu geben, weil wenn du sowas natürlich bei uns siehst, da gibt es ganz viele, die sitzen dann hier in dem Stream, die sind da mitfiebern, die sind da miteifern und sagen, ey, ich hab da so Bock drauf, ja, und wenn natürlich dann so ein Format voll ist, ist kacke. Ja, soll ja nicht abschreckend wirken. Gute Besserung, Joda. Gute Besserung, mein Lieber. Schönen Abend noch gewünscht. Danke, dass du da warst. Und ich für meinen Teil, ich habe halt auch die SRU noch, ne? Und ich habe die SRU seit über 4 Jahren schon mittlerweile bei mir in der Betreuung, in der Moderation. Und da musste ich dann halt den Kompromiss finden. Und da hat sich dann aber auch der Matthias so ein bisschen auf mich eingeschossen, der gesagt hat, du pass auf, ich würde ganz gerne selber moderieren, ich habe selber voll Bock drauf, ich fahre aber in der Series A, das heißt, ich muss die B machen. Und dann hat er das mit mir abgestimmt, ne, vom Zeitlichen her, und da war das okay. Ganz ehrlich, mir fehlen auch unglaublich viele Fahrergedanken, ich weiß, wo ich einfach auch hier vermisse, wo ich gar nicht mal wegen der Pace oder so, sondern einfach, weil ich euch als solches, das ist das Geile bei mir, TK, ja, ich habe eine relativ coole Bindung einfach oder eine coole Beziehung hier zu den Kollegen und Kolleginnen, ja, auf der Strecke und ich will nicht sagen, ich kann eigentlich fast zu jedem Fahrer XYZ eine Story erzählen, das nicht, aber man hat sich schon unglaublich häufig gesehen, ja. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz geile Nummer, ja. Ricky Krebs! Auf geht's, Ricky, komm, 44-0, ja, reicht nicht ganz. Jonas Zeus, der Grieche vorne dran, ist 43-9 gefahren im letzten Durchgang. Ist jetzt auch nicht die Welt, als dass er sich da mit gefühlter Mopsgeschwindigkeit entfernen würde von Ricky Krebs, ne. Aber auch da ganz klar Moritz Pirzer dahinter. Der weiß auch, wie man mit dem Koffer umgehen muss und vor allen Dingen, wenn er Bock hat, respektive wenn er Zeit hatte zum Trainieren, dann ist auch ein Moritz Pirzer brandgefährlich. Liebe Grüße, TK. Wünsche dir noch einen tollen Abend. Komm nachher gut zulegen, bleib mir munter. Und wie gesagt, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest. Und ansonsten kommst du aufs Discord rauf. Können wir schnacken, kein Problem. Jederzeit, lieb gern. Genau, ich wollte noch was zur Technik erzählen. Das macht. Ich warte aber noch einen kleinen Moment damit, hätte ich gesagt. The Great W. Wunderschönen guten Abend, grüße dich. Max, ich hätte gesagt, ich warte noch einen kleinen Moment, weil es sind momentan so viele Zweikämpfe hier. Krebs bleibt vor Moritz Pirzer. Kampflinie zieht komplett nach innen für T1 zum Defenden. Maximal bis auf die Mitte raus. Das war legitim, das ist okay. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, Freunde. Wenn ihr Kampflinie zumacht, wenn ihr Kampflinie fahrt, nicht bis komplett wieder nach links wechseln. In dem Fall hier auf Barcelona. Oh, da hat es geknallt. Christopher Schmitz hat es gewickelt. Für die erste Ecke. Ja, aber da gab es einen Treffer. Da gab es einen Treffer. Ich glaube, es war Alexander Grote, der Honda NSX-Pilot, der da ganz leicht den Christopher Schmidt erwischt hat. Schmidt fällt zurück auf die 26. Position. Wir gucken nach. Ich glaube, ich habe Lack für... Gar nichts. Ja, minimal. Minimal. Minimale Kampfspuren zu sehen an der Hinter... Im Heckbereich des BMW M4. Alles andere klingt ein bisschen komisch. Mika Finkbeiner angelehnt an Remo Kipfer und oder umgekehrt. Kipfer fällt zurück, musste da einmal kurz durchs Spät ein wenig. Vorbeigegangen ist Fabio Wagner, in ihm Ingo Schmidt und Danny Anwand. Kipfer zurückgefallen auf die 36. Position. Aber es sind noch alle am Fahren. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Pitwindow offen bei... selber rechnen. 20 Minuten haben wir, das heißt, bei 40 Minuten verbleibender Renndistanz geht die Box auf, bei 20 Minuten verbleibender Renndistanz geht die Boxengasse zu.
Rex nimmt wieder Fahrt auf, schreibt The Great W. Wo ist denn der? Der Herr Drexler. Ich sehe vor lauter Namen und Zahlen schon nichts mehr. Oh, Lackaustausch. Lackaustausch. Volland, Sven Molitor, Sandro Conradi. Ah, alles ein bisschen angelehnt. Opiermeier. Ah. Da schauen wir kurz rüber, weil da waren unglaublich viele Autos mit involviert. Ich hoffe, wir sehen das jetzt aus der Perspektive. Da vorne ist ein BMW M4. Ah, nein! Und der kann nicht mehr ausweichen, ja. Und jetzt spielen sie Ping-Pong hier. Ganz unglücklich. Ganz, ganz unglücklich. Ja, das ist wiederum das Thema, ne? Ihr kennt es, das Physikphänomen von ACC. Da gibt es einen leichten Treffer. Es ist von der Fahrwerksituation schon im Grenzbereich unterwegs und du verlierst den Koffer, als hätte ich einen 80-Tonner von der Seite geboxt. Weißt du, wie ich meine? Oh Mann, ey. Und das ist teilweise echt unglaublich realistisch. Das rüttelt mal kurz. Weißt du, ich meine, natürlich hast du einen Haftungsabriss, aber du verlierst nicht die Karre so dermaßen exorbitant übertrieben. Mann, ich bin schon wieder so ein Altschlag, Alter. Nee, ist egal. Also. Ganz blöde Situation für den DB3 Motorsport Audi 8 Piloten, für den, ja, wo ist er denn jetzt? Robin Volland, P25, der hat auch richtig gut, meine Fresse. Ja, natürlich passiert's, Peter, natürlich passiert's. Ne? Ich wollte jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich finde es nur immer so exorbitant krass, welche Auswirkungen das hat. Weißt du, ich meine? Track Mike, mein Lieber, wie geht's dir denn, by the way? Alles gut, Lars, alles gut. Mach in Ruhe, einen schönen Abend gewünscht. Pierre Meyer, Dankeschön, Christian. Ja, mir fiel der Name gerade nicht mehr ein, du hast recht. Pierre Meyer war es gewesen, der DB3 Motorsport Audi. Passt. Renny Brey hinter Matthias Weggel. Weggel ist gefahren 45,3, Brey dahinter mit 45,4. Dann folgen welcher was? Der Bienenschwarm. Nee, der Bienenschwarm ist nicht DB3. Der Bienenschwarm ist Hovesim Racing himself, Mann. Du meinst die gelben Autos, gell? Leon. Das ist Hovesim Racing. Das sind die Autos im Endeffekt vom Veranstalter, wenn du so willst. Hier, zum Beispiel Detlef Keep mit dem Porsche. Ingo, wunderschönen guten Abend, grüß dich, moin. Ganz enge Kiste, ganz, ganz enge Kiste. Was haben wir hier in dem BMW? Oh, da hinten muss die Abkürzung von Mika Finkbeiner genutzt werden. Ben Molitor vor Detlef Keep. Dankeschön, Dankeschön, Mike. Was ist hier, Track Mike? Vier Minuten noch, dann geht die Box auf. Der Bienenschwarm, halt. Ja, okay, alles klar. Okay, Pierre Meyer, Boxengasse anvisiert. Und reingefahren. Bisschen früh. Außer der hat eine Strafe abzusitzen. Kipfer, Kipfer ist dran, Remo ganz dicht dran, er zieht raus aus dem Windschatten, führt sie 1. Take it over the brakes, perfekt. Sauber gemacht. Kipfer vorbei an Fabio Wagner. Nee, nee, Molitor. Ich muss beim Sven vielleicht. Sven kenne ich auch schon ultra lange, den Sven Molitor. Muss ich vielleicht ein bisschen deutlicher sprechen, wie ich es nicht vielleicht nahezu eh schon tue. Vladi H. auf der 41. Auch er natürlich zum Rennstartbeginn mit der DT, mit der Durchfahrtsstrafe gestraft gewesen. Das ist daher Vladi H. sehr, sehr weit hinten. Das ist der einzige Rapid Racing Aston Martin im gesamten Feld hier im Split A, mehr oder weniger. Und trotzdem zieht er durch. Gefällt mir. Linkbeiner auf 32 jetzt in der Kampfsituation vorne das Verfolger, beziehungsweise das Feld aus der Verfolgersicht
von Finkbeiner gefilmt. Danny Anwand, Benjamin King, Markus Blumenrad, Jens Anusa, Sandro Conradi, allesamt hinter Detlef Kip. Genau, 16, 9 Molitor, ja genau, richtig, ja, 16. Ich glaube, ich habe den Sven Molitor, ich glaube damals im F1-Kader, habe ich das erste Mal vor der Kamera gehabt und ich habe beim allerersten Mal ich auch aus Versehen Molitor gesagt. Ich sag mal, wenn du 3 Rennen verpasst, dann ja. Hätte ich, glaube ich, genauso gemacht. Cristiano, bei einem Rennen hätte ich mich nicht abgemeldet. Aber ich sag mal, alles, was mehr wie 2 Rennen sind, wenn du verpasst, weil gesundheitliche Themen querschießen, dann ja. Dann wird es einfach schon. Die Feldstärke ist unglaublich, unglaublich stark. Das holst du nicht mehr rein dann. Und ein Rad vorbei, der Markus an Ingo Schmidt. Ja, ja, klar, logisch, logisch. Nee, das ist auch, das macht auch keinen Sinn, ne, Christian, wenn du dich dann auch wirklich quälst und so, das ist Blödsinn. Ich bin ein einziges Mal in eine Rennsituation gefahren, wo ich wirklich krank war, wo ich mich absolut scheiße gefühlt habe. In Kombination, weil ich einfach für mich selber gesagt habe, okay, ich will jetzt mein Team nicht im Stich lassen oder so. Mach ich nie wieder. Wenn es dir nicht gut geht, egal in welchen Belangen, lass es. Setz dich nicht ins Weg, fahr nicht, quäl dich nicht. Da ist schon die größte Scheiße auf diesem Erdball passiert. Lindner, ein bisschen auf Abwägen gewesen hier. Peter Lindner vorne dran und Pfeffer. Julian Krupika aber nicht mit der Möglichkeit, vorbeizugehen. Ja, du, ich glaube, wenn wir von einem reden, das ist weniger das Problem, Cristiano. Dennoch ist es so, auch das sollte man natürlich grundsätzlich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, das ist korrekt. Genau, danke. Der Pit ist da auch, man. Bisschen. Futter gehabt, da gehört Patrick Schröter. In Problemen. Oh nein, das war auch noch der Teamkollege. Nein. Hat er Jeff Evans leicht touchiert? Den Teamkollegen Patrick Schröter, der ist in dieser Rechtskurve. Da ist der Curb relativ hoch auf der Innenseite und da ist er leicht draufgekommen, weil er zu spät war auf der Bremse und wollte den Kollegen nicht final volle Lotte in die Partie da reinballern. Ist dann auf dem Curb aufgeschwommen mit dem Fahrzeug, ist dann vom Curb wieder runtergefallen gedanklich und dann hat er seitlich sich am M4 am Kull erlegen anlehnen müssen. Jetzt die Zweikampfsituation gegen den nächsten Kollegen, gegen Matthias Weckel. Dahinter immer noch der René Brey, der wittert schon wieder Lunte, der littert schon wieder Wunte. Sowas in der Art, oder? Ey, Simpanse, guten Morgen, grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ob es ihm aber gelingt, sehen wir gleich, hoffentlich, oder? Dem René Brey. Geile Nummer. Geile Kämpfe, geile Battles. Toller Abend bis dato. Um nicht zu sagen, geht mir ab den Bach ins Gesicht, ey. Simpanse, wie geht's hier? Detlef Kip kommt rein, Remo Kipfer kommt rein, Sandro Conradi ist drin, Pit Window ist offen. Die können jetzt die Undercuts ziehen und probieren, wenn sie wollen. Max Lorenz immer noch under pressure und zwar ganz massiv, Entschuldigung, Kamera von Philipp Groß und Jan Drexler, da ist er ja auf der 4. Morgen ist Freitag, Simpanse, morgen fahren wir wieder ein bisschen Comedy zusammen, dann ist schon wieder Wochenende, also chapeau. Aber ganz erschreckend, der Januar ist schon wieder vorbei, Freunde. Der Januar ist schon wieder vorbei. Das ist übel. Philipp Thoma,
bleibt dran an Michael Pierscheib, an P5. Großartig, Moritz Birzer. Immer noch in der Zweikampfsituation gegen Ricky Krebs. Jetzt aber in der Verfolgersicht. 0,7 dahinter ist Nick Husfeld. Das ist auch Schlagdistanz, die wir mal behaupten. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Das ist einfach so, weißt du, dieses, keine Ahnung. Früher war das so, da war ein Jahr eine unglaublich lange Zeitspanne. Und mittlerweile, weiß ich nicht, Silvester, Ostern, Weihnachten, immer so Fingerschnipsmomente, weißt du, ich meine, auseinander gefühlt. Husfeld ist dran. Na, jetzt wieder mit. Was ist denn los? Hat der T1 verkackt, oder was? Ritter drin, Molitor drin, Finkbeiner kommt rein. Okay, Pierre Meyer. Box ist doch bereinigt. Nur auf letzter Position. Aber da wird es einige Positionen nach vorne gehen können, tendenziell. Ja, ich habe sowas schon mehrfach gehört, Mike, ja. Will selber bis dato noch gar nicht glauben, dass dem so ist. Aber ich glaube, ich werde eines Besseren belehrt. René Brey, Boxenausfahrt. Eine gelben Flaggen. Ja, Boxenausgangslinie kennt ihr hier auf Barcelona. Ist doch sehr, sehr entspannt. Finkbeiner. Wieso wird mir Finkbeiner auf P1 angezeigt? Was ist denn jetzt nicht richtig? Hä? Jetzt? Das ist ein Anzeigefehler gewesen. Mika Finkbeiner ist auf der 41 und nicht auf der 1. Was war das denn? Also, alles gut. Die Escape. Hat der Escape genutzt? Nee, da ist nichts passiert, Drexler ist ganz normal auf der 4. Guck, das ist ein Anzeigefehler gewesen, weil Mika Finkbeiner auf P1 angezeigt dargestellt worden ist. Hat der Escape genutzt und ist wieder rausgefahren, Cristiano? Nee. Wäre ja fatal. Also alles gut. Drexler ist weiterhin auf der 4. Geiles Ding. Moritz Birzer vorbei an Ricky Krebs. Kann er sich halten? Das ist jetzt die Frage. Von denen, die in der Box waren, habe ich derweil... Gib mir eine Sekunde. Ja, Benjamin King. Benjamin King hat Räder gewechselt. Reine Standzeit 32,2 Sekunden. Also normalerweise wirst du... Doppelgelb, Weggel und Volland. Das ist Boxenausfahrt geschuldet. Das passt. Normalerweise wirst du da nicht nach vorne auf die 1 gespült. Ja, das meine ich auch, Cristiano. Das meinte ich auch. Aber normalerweise wirst du da nicht auf die 1 gespült, wenn du da wieder rausfährst. Also letzte Rundenzeit war eine 2,31. Boxenstopp, Standzeit 21,4. Das ist kein Escape gewesen. Definitiv nicht. Genau, dann waren es ACC-Sachen. Sehe ich genauso, ja. Ich glaube, da sind wir einfach mal alle kurz erschrocken. Ricky Krebs jetzt beim Pitstop drin. Der lädt da ins Position und links im Tower seht dann. Geh bitte nicht. Mal, dass jetzt der Ding so springt, der Tower so springt. Immer noch alle am Fahren, ne? Also es sind immer noch 44 Fahrer auf der Strecke, also das passt alles. Groß weiterhin auf der Jagd nach P2 gegen Florenz. Drexler ist auch nicht so weit weg. Der Skidmark Racing im 4-Pilot hält sich wacker. Bestplatzierter
Goldfahrer mit den grauen Startnummerntafeln ist momentan auf P7 overall, Mike Bugler. Pace ist schon übel, definitiv, ja. Eineinhalb Minuten noch, dann ist Halbzeit. Ihr seht links im Tower die Gaps, die Abstände, wenn sie noch orange sind, ne, haben wir so das Sekundenformat. René Brey hinter Basti Holter. Brey ist auch Boxenstopp bereinigt. Bastian Holter vor ihm noch nicht. Eine Standzeit bei René Brey war eine 6,3. Was hat sich da ein Käfer eingeschissen? Ach, eingeschlichen soll das heißen, Ingo. Nein. Higher Change ist optional. Wie man nimmt. Ist den Fahrern selbst überlassen. Können sie entscheiden, wie sie Bock haben. Nachtanken ist Pflicht, ja. Das ist mindestens 3-Liter-Format. Oh. Psst, hat keiner gelesen, Airmax. Weil ihr den gehört bei mir. Dennis, grüß dich, moin. Das weiß ich doch nicht. Jetzt boxen die hier. Meinst bei der Einfahrt? Dann müsst ihr eine Strafe haben jetzt. Gucken wir mal. Dennis, wundervollen guten Abend. Nee, Drexler ist clear. Alles safe bei Jan Drexler. Nix zu schnell in der Box, gar nichts. All is easy. Locker dich die Hose atmen. Jan Drexler, Boxenstopp bereinigt, kommt zurück on track auf P22. Da vielleicht nur so aus, Dennis. Oder es war ursknapp gewesen, das könnte auch gewesen sein. Aber alles gut. Keine Strafen. Maßthemen bei Jan Drexler. Da ist der Robin Meyer. Hat 3 Sekunden Vorsprung vor Max Florenz. Philipp Groß ist eine Sekunde dahinter auf der 3. Michael Pirchheim 6 Sekunden dahinter auf der 4. Das sieht so ungewohnt für mich aus, der Michael Pirchheim da auf einem McLaren zu sehen, anstatt einem BMW im 4. Philipp Thoma auf 5. Mike Bugler P6. Janis Zeus dahinter, das ist der Tja! Alter, jetzt hab ich schon gedacht, der ballert da voll neu, ey. Nein, der Griech ist doch etwas geduldig. Jawohl. Hat schon wieder 5 Uso intern, Intus. Moritz Blinzer auf 8, Nick Husfeld auf 9, Stefan Munz auf der 10. Ja, Mai, genial. Alexander Grote P11, Tobias Martini auf 12, Gerd Binder 13, Sebastian Brocke 14. Da. Achtung, Achtung, Achtung. Nee, er muss die Geduld mitbringen. Da geht Bugler doch geschnitten durch, wie Butter. Ewarts 15. Christopher Schmidt 16. Alexander Rütz P17. Ich dann in Frontschaden und habe ich einen Knick in der Optik. Freunde, wie macht die Motorhaube? Ellen, einen wunderschönen guten Abend. Nein, sie macht nicht Ellen einen wunderschönen guten Abend, sondern sie macht Fritt Fritt. Das andere Thema heißt Ellen. Ich wünsche dir einen wundervollen guten Abend. Schön, dass du da bist. Aber nur für meine guten Freunde, oder? Track Mike. Das andere Schabrackenzwölf kriegt recht. Jan Drexler 19, Ricky Krebs auf der 20, Ingo Schmidt 21, Bobby Paceman 22, Vladihar auf der 23, Dominik Meyer 24, Basti Holter 25, René Brey auf der 26, Matthias Weckl P27, Robin Volland 28. Der René kommt aber auch nicht vorbei hier, oder? Habe ich das Gefühl. Alusa, der Jens, Boxenausfahrt. Gelbe Flaggen erklären dies. Entspannt. Che, oder? Sandro Conradi 30, Detlef Kipp 31 vor, Remo Kipfer P32, Sven Moli Tor 33, vor Patrick Schröter. Hintner, der Peter auf der 35, Markus Blumendraht 36, Danny Anwand 37. Mika Winkmann 38, Alvin Bosian auf der 39, Michi Hirtschi auf der 40. Wieso noch 3,5 Stunden? Achso, weil du dann Feierabend hast, Mirko. Benjamin King ging da vorbei. King auf 40, Klaus Jäkel 41. Hirtschi Boxenausfahrt für den Entropy Racing Piloten. Fällt zurück hinter Klaus Jäkel auf der 42, geht sie weiter für Michi. Fabio Wagner 43, auch er Boxenstopp bereinigt jetzt. Und Pierre Meyer auf der 44. Der hat zu viel Zeit verloren. Jetzt ist René Rissne Brey. Nee. Holter kontert.
Holter kontert. Großartig. Bastian Holter verteidigt sich. Gelbe Flaggen für Philipp Thoma. Boxenausfahrt. Easy. Bastian Holter abgebogen. Vladi Haas auch in der Box unterwegs. Jetzt reguläres Stop-Format bei Vladi Haas, bei den Rapid Racing-Piloten. Ob King gut jetzt, weiß ich nicht, 44,8 in der letzten, oh Gott. Letzte Rundenzeit 44,820 bei Benjamin King und das war die fastest Lap vor ihm. Personal Best. Okay. Achtung, der Angriff kommt von Remo Kipfer für die erste Ecke. Spielerisch. Ja, nein, vielleicht. Bremsen beim Porsche sind einfach brach. Ja. Großartig gemacht von Detlef Kipp. Da muss Remo Kipfer, der Schweizer, die Geduld mitbringen. Achtung, Vladi. Boxenausgangslinie. Kleines Missverständnis zwischen Mika Finkbeiner und Vladi Haar. Ach so, stimmt das. Ach, das Release-Datum ist, also die Zeit, wo es erscheint, ist in 3,5 Stunden. Okay, Roggenex morgen. Grüß dich, Mensch. Auf geht's, Herr Schröter. Komm, Attacke gegen Sven Molitor. Zeig mir das 16:9 Format. Speis beiseite, ihr wisst, was ich meine. Wenn nach hinten blicken, verteidigen. Schröter ist auch nur ein Mensch. Gelbe Flaggen für Michael Pirschheim, Boxenausfahrt. Zeus kommt raus, zurück auf den Parcours. Grote darf losfahren im Honda NSX. Alexander Rütz ist drin, Bobby Paceman ist drin. Busfeld. Hinter Berza. Gut. Also die Top 12 muss noch rein. Stimmt nicht. Florenz ist drin. Philipp Groß ist gerade drin. Mike Bugler bleibt draußen. Mike Bugler übernimmt somit P2. Robin Meyer bleibt auf der 1. Birzer jetzt 3. Husfeld 4. Ja, es wird mal kräftig durchgemischt. Sandro Conradi hinter Alex Rütz. Der sollte da aber auch relativ leichtes Spiel haben. Alexander Rütz im Lambo, das ist der DOD Racing Lambo, einer von beiden Fahrzeugen aus dem Hause. Der hat einen Frontschaden, also aerodynamisch. Over the straight, starten Sie gerade, sollte es normalerweise den Nachteil geben für Alexander Rütz im Lambo. Ihr glaubt nicht, wie schön das Headset wieder sitzt, wenn man frisch geschnittene Haare hat. Okay. Konteraussage meinerseits, mein lieber Selfie. Ihr glaubt gar nicht, wie scheiße es ist, Haargel rauszupopeln aus dem Headset. Wenn du dir die Haare vorher gemacht hast, denkst du, stramm setzt dein Headset auf. Und hast einen 12er oder so ein Bums. Viel geiler. Brocke. Passt. Und ich habe mir sagen lassen, Selfie kriminell ist es dann, wenn du bei deinem Friseur die Tür reinkommst und sagst, alles für den Dackel, alles für den Club, ich habe die nächste Wolle am Start. Morgen nichts, morgen nur Freitag und dann ist die Woche auch schon wieder geschafft, oder? Erz, grüß dich, morgen. Das ist auch eine tolle Variante, oder? Mike, definitiv, ja. Tobias Martini, Boxenstopp.
Der Zeit, meinst du? Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Auf geht's, Christopher. P7. Ah, der muss den Stop auch nochmal, der Christopher. Oh, das ist ja kacke Selfie. Ja, ja. Kann ich, ja. Loka, kann ich. 34,3 Sekunden. Das sind also neue Räder unter dem Chassis bei Alvin Bustian am AMG. Reine Standzeit 34,3 Sekunden. Boxendurchfahrt hat gedauert 32 halbe Joker. Heißt also, der Kollege hat einfach mal in Summe 66,8 Sekunden Zeit verloren. To the pits. Dominik Meyer ist drin. Zweiten Mal. Nee. Mal, jetzt ist der Boxen doch bereinigt, das passt. Ich hab's vorher, ja, Romanix, ja. Ungefähr 14 Uhr. Und wenn wir morgen nur zwei Durchgänge machen, dann ist es halt so. Aber ich will auf jeden Fall morgen eine Runde mit euch fahren. Ich habe echt Bock drauf. Definitiv. Ich werde wahrscheinlich wieder im GT2 sitzen und werde im Kreis grinsen gefühlt. Aber Hauptsache, wir haben morgen ein paar Meter gemacht und haben ein bisschen Spaß. Wechsel an der Spitze. Nick Husfeld übernimmt P1. Robin Meyer ist in der Box, genauso wie Moritz Pirzer. Mike Bugler ist drin, Stefan Monz. Jeff Ewerts kommt rein. Christopher Schmidt kommt reingefahren. Rechtzeitig bremsen, jawohl, Schild steht auch noch da, sehr löblich, sehr gut, sehr gut. Kennen wir ja auf Barcelona, ne, wird ganz gerne gemacht. Guck mal, da steht aber so, Scheiße, jetzt kaputt gemacht. Das Schild weg, super geil. Kennen wir, noch zu Genüge. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Nick Husfeld, ne? Die letzten 45 Sekunden, dann schließt die Boxengasse. Dann ist das Thema am Tisch. Oder wie ich so schön sage, der Drops gelutscht. Lust hätte ich auch, aber ich bekomme morgen Nachmittag die Handwerker. Okay. Was für Handwerker? Schreiner? Installateure, Fensterbauer, Dachdecker, Haftschubsen, Parkettwienerer, Teppichklopfer. The window is now closed. Du warst zwischen Gas, Wasser und Plattenleger, okay. Aber nicht Hausmeister, oder? Nee, Spaß beiseite, uff, das hab ich nicht. Nee, alles gut, alles, so wie es passt, Roganix. Ne? Du weißt, wo du mich findest, wenn es passt, gib gerne. Auf geht's, Herr Thomas. Ja, Mike Bugler vor ihm, der ist auf seiner Outlap unterwegs. Ja, oh, Kampfspulen ohne Ende hier. Guck mal, die Eckpartie am Pfeffer, am 296er Ferrari, pilotiert von Mike Bugler. Die hat auch ordentlich einen mitgemacht schon. Und das ist nicht nur von Steinschlägen möglichst kommend. Boxeneinfahrt jetzt genutzt von Bugler. Also, gibt die Kampflos-Position ab an Philipp Thoma, nämlich Nummer 10. Husfeld ist auch drin. Warum fährt Bugler in die Box? Der hat den Pflichtstopp doch schon gemacht. Der hat einen Frontschaden. Hier, ihr macht die Motorhaube, Freunde. Selbst im Stand. Fritt, fritt. Mhm. Auch wenn ich immer sage, Gegenwinder, hier ist kein Gegenwind in der Box, oder? Meinst du, der war zu spät? Also wenn der vor... Warte mal ganz kurz. Ach scheiße, ich sehe es gerade, ja, ja. Nee, also, es ist genau das passiert, was eigentlich einem Nick Husfeld nicht passieren darf. Ihr seht, die 1 hinten dran ist nicht geklärt. Der war zu spät in der Box. Der konnte das Pflichtprogramm nicht mehr absitzen, weil Boxengasse offiziell geschlossen. Vollkommen richtig, was der geschrieben hat. Ja, das ist richtig, ja. Trocken gibt's nicht mehr, nee.
Hängt aber so ein bisschen auch mit dieser Vitamin C-Geschichte und so, ne, zusammen. Einfach Hygiene schon so, das macht man nicht so. Wird immer gewaschen. Immer. Nicht mehr so wie zu C-Zeiten, Kabi, das nicht mehr, aber prinzipiell ist es einfach automatisiert übergegangen in diesem Bereich. Das wird einfach automatisch gemacht. Also frei nach dem Motto, willst du oder nicht? Egal. Hey, TV-Panne! Wunderschönen guten Abend, grüße euch! Vielen, vielen Dank für den Raid, schön, dass ihr da seid. Nee, zu wenig getankt hat auf keinen Fall. Reine Standzeit war gewesen, Michael, 10 halbe, also 10,5. Das ist relativ viel. Ja gut, nee, was heißt relativ viel? Wir wissen ja nicht, was er drin hatte. Ausrufezeichen Points, Mike. Ausrufezeichen Points. Wir wissen ja nicht, was der Nick Husfeld im Koffer hatte, vom Start weg. Ich sag mal ganz vorsichtig, zwischen 6 und 8 Sekunden, das ist, glaube ich, so der Durchschnitt vom restlichen Feld, wenn sie nur nachgetankt haben. Panne, wie geht's dir? Wundervoll, ja, guten Abend. Ich habe jetzt, sag mir nicht, du bist vom Fach. Müssen wir uns doch vielleicht auf der Expo treffen dieses Jahr. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Muss, Panne, muss. Ich hab's vorhin schon gesagt, morgen ist Freitag, mein Lieber. Und dann ist Wochenende. Kann also nur geil werden. Sven Molitor, Under Pressure von Patrick Schröter und Julian Krubica. Immer. Mimanyu, immer während des Rennens immer umgeschickt. Keine Frage. Aber er hält sich wacker, der Nick Husfeld. 8 Zehntel schneller gewesen wie sein Vordermann, wie der Grieche Johannes Zeus. Geile Nummer. Alexander Grote hinter Stefan Mons. Mons im Windschatten hinter Philipp Thomas. Der Teamkollege von Robin Meyer müsste das sein. Ja, genau, ist er auch. Ja. Philipp Thomas. Zwangsweise heute schon, Ingo. Okay. Ja, Airbex, bist du noch da? Ja, Thema Technik. Genau, ich wollte es ja noch erzählen. Ich gucke, dass es relativ zügig geht. Ne? Nicht, dass wir hier das eine oder andere verpassen. Also ich werde auf jeden Fall im Hintergrund mit der TV-Kamera durchschalten. Ja, wie gesagt, ich habe im Dezember dann den ersten moderierten Stream gemacht, habe im Januar 2019 meinen YouTube-Kanal erstellt, bin auf Twitch unterwegs seit ungefähr Mitte 2019. Also da ist mein Twitch-Kanal entstanden, das heißt, ich habe jetzt letztes Jahr 4-jähriges gehabt. Quatsch, ich habe letztes Jahr 3-jährige Partnerschaft gehabt, genau. Also 3-jähriges Partnerjubiläum auf Twitch gefeiert letztes Jahr und ja, genau. Dann habe ich da angefangen und gemacht, getan und geredet und wie ein Bekloppter und so und mich hat damals, Ende Januar war das gewesen, 2019, kam damals ein relativ großer Veranstalter in Gran Turismo Sport auf mich zu. Das waren die Curb Crusher Jungs, ich weiß nicht, der TK ist glaube ich nicht mehr da. Die waren die einzigen Veranstalter. Mit Mike Bugler. Der war zweimal in der Box mittlerweile. Oh. Der hat beim letzten Boxenstopp hat er den Schaden reparieren lassen. Das wird optisch gewesen. Das ist optisch hier. Auf jeden Fall war er zweimal an der Box, Cristiano, und hat neue Räder unterm Chassis. Deswegen ist er so weit hinten. Lindner Anwand haben da ein bisschen Kontakt gehabt, die zwei Pfeffer-Piloten, P29 und 30. Also ich hoffe zumindest, dass das in der Darstellung, in der Anzeige nur ein Frontschaden ist, ne? Dass der durchrepariert ist, der Koffer.
Ist ja leider so ein Ding hier, ne? So ein Thema in ACC, aber ist egal, ich kann es nicht. Ja, jedenfalls sind dann die Jungs damals von Curb Crusher Racing auf mich zugekommen und haben, das waren die einzigen Veranstalter, die ihnen gesagt haben, wir machen 24er, okay? 24er, klassisch, Nürburgring etc. in Gran Turismo Sport haben die veranstaltet. Die Lobby-Server waren maximal 2 Stunden offen. Dann musste man wechseln mit dem kompletten Teilnehmerfeld, respektive Fahrerwechsel etc. Und dafür brauchtest du die Manpower, das einfach auch zu überwachen. Und die haben mich damals gesehen, die haben mich gefunden über YouTube und haben gesagt, das ist eine coole Socke, der macht eine ganz geile Moderation, der Bub. Wollen wir ihn nicht mal fragen, ob der da nicht Bock hat, die eine oder andere Stint-Variante da mitzumachen, ne? So. Damals gab es hier die Kollegen, keine Ahnung wie sie hießen da, ja, meine stärksten Konkurrenten, auch im GTS-Bereich unterwegs und ja, die waren da alle mit bei diesem Event dabei. Und ich habe da aus planmäßig einem Stint, habe ich glaube ich 3 Stints gemacht in Summe und ich wollte am Freitag vorher, also das ganze Ding wäre samstags morgens gestartet, ne? 10 oder was rum die Ecke? Nee, Quatsch, um 10 war Besprechung, um 11 Uhr wäre Streamstart gewesen, um 12 Uhr Rennstart, so war es gewesen, genau. Und ich wollte am Freitagabend so einen Testlauf machen, vorab, und hab mir... Wie war das gewesen? Genau, ich hab mir 2 Wochen vorher, habe ich mir das Zeug bestellt. Und das Rennen, genau, das Rennen war gewesen Mitte, Ende Februar, also einen Monat drauf im Grunde. Und ich hatte einen relativ starken Gaming-Laptop damals gehabt und habe gedacht, naja, das ist kein Thema. Du stellst dir den 27-Zoll-Monitor, du stellst dir so mein, das Mikrofon, ist kein Witz, das Mikrofon, was ich heute habe, wo ihr mich immer noch mithört, ja, das habe ich seit je und je, also seit Anfang an, ja, sehr, sehr geil. Und ich bin ja jemand, ich caste ja ohne Mischpulttechnik, ich habe ja keine XLR-Technik oder so, sondern ich habe das alles... manuell abgemischt, händisch, USB-Varianten etc. mit Filtern und hier und da. Also ich habe mich richtig reingekniet, die ganze Geschichte, damit es geil wird. Okay. Und dann habe ich mir das Mikrofon gekauft, Monitor, Maustastatur, ne, separat, und habe meinen Laptop da angeschlossen, externe Capture Card und Feuer frei. Ging nicht. Ging nicht. Und dann habe ich mir damals mit Minkiel zusammen, mit meinem österreichischen Buddy, ich habe mir 2 Nächte und auch noch mit 2, 3 anderen Kollegen um die Ohren geschlagen. Ist kein Witz, um die Ohren geschlagen, weil das Material genau in der Woche kam, am Wochenende wäre das Rennen gewesen, wo dieses Rennen war. Und es lief nicht. Und ich war unzufrieden. Roch und Nöscher hier. Keb und Remo Kipfer im Zweikampf. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und Real Talk, ich bin freitags vor dem Samstag, wo es Rennen gewesen wäre. Ich bin freitags früher von der Arbeit weg. Ich habe, glaube ich, um 11 Feierabend gemacht, um 12 regulär. Um 11 habe ich Feierabend gemacht. Bin in den Computerladen reingerannt, habe einen scheiß Rechner gekauft, so ein Mini-Gehäuse, Kackding. Weißt du, wie ich meine? Hauptsache, der hat einfach ein bisschen Bums gehabt. Weil das Problem war, dass der Laptop mit dem Mobility-Prozessor, nicht geeignet gewesen ist und der Probleme hatte in der Kommunikation mit der Capture Card. Das war der Hauptknackpunkt. Da ist mir die Leistung, ich hatte Mini-Lags, ja, also ich hatte so Mini-Ruckler, so Mini-Standbilder. Da ist mir das Thema zusammengebrochen. Lindner muss sich verteidigen gegen Alvin Busjan, der probiert es außenrum für T1. Und jetzt das Auto umsetzen, rotieren lassen, sehr schön. Ganz großartig gemacht, da hat aber auch offensichtlich Peter Lindner sauber mitgespielt. Wechsel um P28, Vorteil Alvin Busjan. Julian Krupika hat das Sven Molitor. Bisschen mehr wie 9 Minuten noch, Freunde, dann ist das Thema hier in Barcelona auch schon wieder vom Tisch. Und dann habe ich mir einen Rechner gekauft, habe den Cash bezahlt, habe das Ding mit nach Hause genommen, habe den ganzen Nachmittag dann installiert, vorbereitet, gemacht, getan. Habe dann getestet und es lief und es war gut und ich fand es echt genial. Ich habe dann zur Sicherheit samstags morgens um 8 Uhr mich nochmal dran gesetzt ins System, habe etwaige die letzten Checks gemacht, ne, die letzten Einstellungen etc. Stream vorbereitet, ihr kennt's. Und war dann um 10 Uhr startklar. Habe dann die 3 Stints gemacht. Und seitdem ist meine Technik von je und je eigentlich immer weiter gewachsen. Das heißt, aus einem eigentlichen Laptop-Vorhaben alias Mini-Gehäuse ist mittlerweile ein relativ großes, ansehnliches Dualsystem geworden. In Summe hier im Studio 8 Monitore gefolgt. Genau. Allerdings brauche ich die letzten 2 nur dann, wenn ich selber fahre. Ansonsten laufen die 6 Monitore vor mir, damit ich dementsprechend in der Moderation und natürlich auch euch dann ein bisschen im Blick haben kann. Ne? Das ist alles für den Weg. Guck mal, der Plalli liest mich ja nie, der Blödschwein.
Genau, so ist das damals entstanden. Und dann wirklich schön nach und nach, ne? Klar, meine Rigs haben sich natürlich auch verändert. Im Zuge der Zeit. Logo. Aber über den Zeitpunkt zu sagen, dass hier ein Kleinwagen steht, da bin ich halt leider schon. Ist aber auch so ein bisschen in Kombination gedanklich gewesen, etc. Ne? Weil ich habe den ganzen Schwachsinn ja eigentlich mal zwei gekauft. Büffel. Ja, jetzt muss er es ja nur umsetzen. Noch Erdinger, ne? Der Alvin Busjan, Danny Anwand, Peter Lindner. Bisschen Lackaustausch. Hüfen entspannt, Markus Blumendraht. Ich da rangekommen, aber direkt von profitieren war noch nicht möglich. Mike Bugler hinter Patrick Schröter. Gehen ungefähr die gleiche Pace, die beiden Fefe-Piloten. 45-0, 45-1. Hey Marvin, grüß dich. Moin. Spät, aber trotzdem am Start, Digga. Marvin, cool. Schön, dass du da bist. Fabio Wagner in der Box, abgeschnellt. Der PSR-Pilot. Schade. Rubika immer noch hinter Sven Molitor. Ja, auch an einem Sven Molitor ist vorbeifahren. Nicht das Einfachste auf diesem Erdball. Du warst bis gerade am Farmen. Was hast du denn gefarmt? Jetzt sag mal nicht, du warst in LS22 oder so ein Bums drin. Roxo. Wunderschönen guten Abend, Grüße. Ey, echt jetzt? Du schreibst, du warst am Farmen und dann schreibst du, du warst in LS22. Alter. Hättest du lieber geschrieben, du warst Goldfarm oder sowas in WoW oder so. Das fände ich cooler. Alles gut. Alter, was ein Move. Philipp Groß, habt ihr gesehen im Augenwinkel. Überraschungsangriff gegen Ricky Krebs. Großartig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Remo Kipfer ein Problem. Das ist Ausgangs T1 der Schikane. Da hat es geknallt. Mit Detlef Kipp zusammen. Remo Kipfer absolut im Nachteil jetzt. Fällt zurück auf die 32. Position hinter Dominik Meyer. Schön mit dem 1050er über den Acker gepaced. Jawohl, genau, richtig. Da kenne ich mich auch mit aus. Ja, genau, richtig. Inklusive den Themen, mein lieber Fox, ne? Weißt du noch? Hey, Bloody, könnt ihr mal gucken, bitte? Nee, komm, was hast du denn jetzt? Nee, ich kann nicht. Nein, ich. Aber nur einer, bitte. Ja, Susi, was hast du denn gemacht? Nee, bring mal einen Radlader mit. Scheiße. V4R Roxo, du bist der Fabio Wagner, kann das sein? Bitter, Mann. Bitter, bitter, bitter. Sven Sibi, vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Vielen Dank für den. Ja, für mein Raid, Digga. Ja, nee. Für den Raid, mein Lieber. Dankeschön. Einen wundervollen guten Abend. Ja, das ist unglaublich gewesen. Wir haben damals ein offenes Fahrsilo gehabt und die Süßi hat es geschafft, den scheiß blöden Kackstuhl voll quer da reinzupacken. Und zwar auf dem Dach liegend, beziehungsweise auf der Seite. Dann hast du den Voice nur gehört. Kann da mal einer von euch bitte? Das ist irgendwie. Ich hab. Also Frau Hansen war ein Scheißdreck damals bei Werner, ohne Witz, ey. Hättest du auch die Susi als Vorlage nehmen. Bus geht raus. Gerade, dass Heuer nicht da ist. Sven, wie geht's dir? Schön, euch zu lesen. Wenn ich nur zu, bring den Radler damit. Ja, genau. Nee, in dem Fahrsilo, Fox. In dem Fahrsilo hat es die Susi mal geschafft und hat quer den Stuhl aufs Dach bzw. auf die Seite geschmissen. Und zwar quer. Wir wissen bis heute nicht, wie sie es geschafft hat. Das Ding hat quer da drin gestochen. Das Bild, was du mir damals geschickt hast, das ist richtig. Da habe ich mit dem, da habe ich einen Trailerzug aufs. Mal so ein bisschen merkwürdig hingelegt. Ich glaube, es war in einem unserer Silage. Was weiß ich? Einfach eine geile Zeit, machen wir uns nichts vor. Ja? Ich glaube, so hat jeder von uns die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Ich glaube, wenn wir alles zusammenpacken würden, dann würden wir auch einen Duden hoch 12 voll kriegen, oder? In Summe, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Ja, die war es auch mal. Die war es auch mal. Ich glaube, das war sogar vor deiner Zeit, Marcel, wo die Susi das in Mesilo geschafft hat.
Der Ruf ein Vater war auch geil, ja, stimmt. Weißt du, riesige Fatztonne haben wir da manövriert, ne? Sie packt's da irgendwie mit einem Radlader. Auf geht's, Herr Hahn. Auf geht's. Oh nein, Fladdy, nicht auf den Sausage. Hat er mit Sicherheit mal kurz gemerkt, den Bump. Philipp Groß auf der 6. Wo muss der gerade fighten? Philipp Groß, 44,8. Nachfolgendes ist gefahren, 44,6. Krebs und Zeus, 44,6. Aber auch Nick Husfeld auf der 9. Hier auf der Strecke meinst du, Michael? Ja, definitiv, ja. Ja, Alexander Groth ist auch noch am Debattieren mit Stefan Mons. Auch hier fährt man identische Pace, 45,1. Ja, ich weiß nicht, ob der vorbeikommt da an Ingo Schmidt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Michi Hirschi hinter Bobby Paceman. Auch nur knapp eine Zehntel schneller, der Michi. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, Fabio, würde ich so nicht sagen, aber ich bin bei dir. Es ist brutal anstrengend und du musst richtig was können. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also ohne Training, wenn du dich ohne Training hier reinsetzen würdest und mitfahren würdest, du willst null lang sehen, definitiv. So, gibt noch eine Runde, das passt, Robin Meyer. Ach so, warte mal ganz kurz. Warte mal. Ein Zwergerl, der hat mir doch... Wer hat vorhin geschrieben? Ah nee, das Dirk, du warst es gewesen, ne? Du hast mir doch geschrieben, wir sehen Platin und Gold hier. Der Matthias hatte mir geschrieben, er schickt mir die Silver Class im Interview. Also dann müsste das deine vermeintliche Goldklasse sein. Also sprich die mit den silbernen, statt mit den grauen Startnummern-Tafeln, die brauchen wir dann. Da müssen wir gucken. Torsten, mein Lieber, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, was ist denn jetzt richtig? Ey, Falk! Einen wunderschönen guten Abend, grüß dich! Der Buschi hat sich umbenannt! Dass ich den Falk besser erkenne direkt, ey. Sehr geil. Muss, Torsti, muss. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Wir stehen geil in Richtung Zieleinlauf gleich. Bronze, Silber, Gold habe ich nie gewollt. Sehr schön. Silber ist Gold. Ja, ja, genau, richtig. Ja, Bronze kannst du für die Tonne, kannst du in die Tonne kloppen, oder wie war das? Alles easy. Alles easy. Also das Ding macht auf jeden Fall der Robin Meyer, da lässt er nichts mehr anbrennen, der Robin. Das heißt, wir hören dann wahrscheinlich gleich Tobias Martini, Jeff Ewerts und René Brey im Interview. So wie es jetzt ausschaut. Bald geht's dir gut soweit? Na mal, fährt... Freunde, wirklich, weil ich es nicht weiß. René Moldenhauer, fährt der in dem Split B? Der IC ist Kupfer, okay. Ah, okay. Moldi ist bei mir in B mit bei? Okay. Liebe Grüße auf jeden Fall, Falk, beim nächsten Mal an René Moldenhauer. Sehr geiles Ding. GG. Dominiert, Robin Meyer gewinnt in Barcelona. Max Florenz auch hier souverän P2 nach Hause gefahren. Michael Pirchheim wird Dritter, großartig. Also der Michael hat es definitiv nicht verlernt, auch nach dem Autowechsel nicht, im Wechsel der Saison. Jan Drexler wird Vierter, Gigi dazu. Saugeile Nummer vom Jan Drexler. Moritz Pirzer holt die 5, mega für unseren Mr. Pizza. Philipp Groß wird Sechster, er kann sich halten. Vor dem D-Zug hinter ihm. Glückwunsch an Philipp Groß, an die Fortune Hunter Racing Truppe. Ricky Krebs wird Siebter, Jonas Zeus Achter, Nick Husfeld holt die 9, beziehungsweise der wird noch eine Nachberechnung kriegen für das Nicht-Erfüllen dieses Pflichtboxen-Stops. Philipp Thoma P10, Stefan Mons 11.
Alexander Grote auf der 12, dann Tobias Martini, das ist P1 in der Silver Class. Gesamt 13. P2, Gesamt 16. für Jeff Ewerts. Und René Brey ist 18. Gesamt geworden. Glückwunsch hier zu P3. Die drei, wenn sie wollen, gerne zu mir gleich ins Interview rein. Nach der... Da ist er ja! Wenn man vom René spricht, ist René Moldenhauer im Chat vertreten. Einen wundervollen guten Abend, René. Schön, dich zu lesen. Ich hoffe, du bist munter. Wie war das erste Rennen gewesen, René? Einigermaßen glimpflich? Oder sagst du, ihr leckt mich am Arsch platt? Ich bin froh, dass der Bums vorbei ist, Mann. Das war Anstrengung pur. Also ich frage für einen Freund, ne? Klar. So, was habe ich jetzt gesagt? René Brey P3, Jeff Ewerts P2 und der Tobias Martini hat P1 geholt. Ne? So rum war es, genau. So, pass auf. Wie gesagt, wenn die drei Fahrer wollen, dürfen sie gerne zu mir ins Interview kommen. Das ist freiwillig, hier wird niemand gezwungen. Werde ich nie machen, das habe ich nie gemacht. Hä? Wieso gibt es hier zwei... Ach so, einmal für die Serie A und Series B, okay. Oh. Bauen. Fabio, mach's gut. Ebenfalls. Schönen Abend noch gewünscht. Komm gut zu liegen. Das liest sich auch scheiße, Patrick, ne? Hier in ACC im Chat. Silver, Martini, Ewerts, Brey. Erst sollst du einen saufen, dann sollst du ein bisschen Steine klopfen gehen und was hast du als Resultat? Brey, supergeil. Machen wir nochmal kurz den Aufruf an die Kollegen. Wenn sie Bock haben, René Brey für P3, Jeff Ewerts für P2. Ah, da sind sie schon, Tobias Martin. Fangen wir mit Obi an, hätte ich gesagt. Hatte Jeff noch einen kleinen Moment. Tobias Martini, grüße dich. Wundervollen guten Abend. Hallöchen, guten Morgen, genau, guten Morgen, ja, Barcelona ist anstrengend, Tobi, bin ich bei dir, definitiv, ja. Ja, aber volle Lotte da vorne mitgeschwommen hier, P13 gesamt geholt, P1 in der Class, unglaublich viel Vorsprung auch vor den Konkurrenten oder beziehungsweise vor den Klassen-Teammates mehr oder weniger. Darkseid, grüß dich, moin. Wie hast du dich gefühlt, wie sehr musste man auf das Thema Reifen womöglich Rücksicht nehmen? Dass man sagt, okay, man, egal was passiert, man sollte keine Räder wechseln, weil das unglaublich viel Zeit kostet. Also ich muss erstmal sagen, die BOP, glaube ich, war echt ganz anders gegenüber vorher, also wo wir auf dem Server damals unsere Rundenzeiten gedreht haben. Und ich habe im Quali meine PB gefahren um 3/10 nochmal, also gegenüber vorher. Und von daher war ich schon echt überrascht, als ich so weit vorne stand. Und im Rennen auch. Ich war eigentlich sogar weit hinter, also Zweiter. Und dann hat aber, glaube ich, der vor mir eine SG30 gehabt. Deswegen habe ich dann zum Glück doch noch gewonnen. Aber Reifen waren eigentlich bis zum Schluss durchweg gut. Also jetzt die letzten zwei Runden war es ein bisschen rutschiger. Aber ich muss sagen, alles in allem ließ sich das Auto das ganze Rennen über super fahren. Geil. Sau geil. Alles richtig gemacht, alles richtig. Wie kamst du, ich sag mal, private Frage in der Form, wie kamst du auf den Namen Martini?
Den habe ich von meiner Frau. Ich habe sie geheiratet und habe den Namen übernommen. Ach, das ist Real Life. Ja, ist echt so. Echt jetzt? Das ist immer lustig. Oh, ja. Wie geil. Ja, also wahrscheinlich so der Klassiker, ne? Also wenn Tobi, ne, nicht schüttelt, sondern nur gerührt. Ja. Nee, eher so Martini wie das Getränk. Dann weiß immer jeder Bescheid, wenn man den Nachnamen sagt. Ja, ja, ja. Nee, ich hatte jetzt im ersten Moment, weil die Assoziation ja wirklich zu Martini Racing, ne, in der Form. Nee, das leider nicht. Ja, wäre auch geil gewesen. Ja, aber auch nicht schlecht, ja. Oder? Da heißt du wie ein Bond-Gesöff. Ja, warum auch nicht? Ja, ja. Genau. Kann ja, man machen, ja. Kann man machen, genau. Richtig gut. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall zum Sieg, Tobi. Alles richtig gemacht am heutigen Abend. Das war auch sehr human von den Temperaturen. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die weitere Saison so ein bisschen entwickeln wird, weil wir haben es ja auch vorhin im Stream mehrfach thematisiert. Das Thema rund um die BOP im Allgemeinen, LFM-BOP, Kunos-seitige BOP, das ist ja alles momentan nicht ganz so koscher, nicht ganz so cool. Ich denke aber, es wird einfach noch im Allgemeinen etwas Zeit in Anspruch nehmen, sodass wir dann wieder in ruhigere Gefilde gedanklich übergehen können. Ne? Aber das braucht einen Moment, um ja. Zeit. Also ich war jetzt mit der anderen BOP, also mit der neuen, jetzt knapp eine halbe Sekunde schneller als vorher. Also auf jeden Fall irgendwie deutlich besser, ja. Bitte korrigiert mich. Ey, Mahek, moin, mein Lieber. Grüß dich. Nightmare ist in the house. Wir haben keine LFM-BOP hier auf dem Server gehabt jetzt, richtig? Nee, wir haben die Kunas-BOP genommen, weil die genau. LFM-BOP halt noch in Kinderschuhen stand und eigentlich nicht wirklich aussagekräftig war. Ne? Richtig, richtig. Die haben viel zu wenig Daten gehabt, als wenn das Thema hätte geladen werden sollen. Das ist korrekt, ja. Das macht noch keinen Sinn. Was ich meinte, die brauchen noch ein bisschen Zeit, ja. Ja, Glückwunsch, mein Lieber. Tobi, dann liebe Grüße unbekannterweise an die Frau, ne, für das Martini-Dasein. Hab noch einen schönen Abend, komm nachher gut zu liegen und ich freue mich dann dementsprechend, dich in 14 Tagen wieder hier vor der Kamera zu haben im nächsten Renndurchgang. Danke dir. Ja, ich bedanke mich auch und mach weiter so. Danke. Mama, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott, was ist der? Ey, Luxemburger. Ey, Jeff. Moinsen. Hey. Wie ist die Luft da drüben, mein Lieber? Steckig. Ach, scheiße, ich hab's fast geahnt, ja. Wie viel Eistonnen brauchst du wahrscheinlich? Ja, keine Ahnung. Also zwei Tonnen reichen. Das hast du gesagt, ja. Sehr schön, sehr. Jeff, P16 overall, P2 in der Klasse. Wie hart musstest du nach hinten verteidigen, beziehungsweise hast du die Relatives im Blick gehabt, weil René Brey war jetzt auch nicht so viel weiter hinter dir. In Summe mit 3,1 Sekunden nur abgewunken worden. Strategisch gesehen hast du vielleicht ein bisschen umgebaut, pokern müssen, ja, nein, oder ging es relativ entspannt und deinem vorgesetzten Plan konntest du treu bleiben? Also, damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich gar nicht trainiert habe wegen Gesundheit. Nein! Ja, letztes Rennen musste ich auch, deswegen schon konnte ich nicht mitfahren. Mhm. Und ja, deshalb, also, wenn er mich bekommen hätte, wäre mir an sich egal gewesen. P3 wäre auch gut gewesen, hätte ich nicht damit gerechnet. Okay. Aber die Pace war deutlich besser als gedacht und ja, ich ging kein Risiko. Hab mir zwar zwei absichtliche Cuts eingefahren, aber ja. Aber ich habe mir sagen lassen, zwei sind wie keine, Jeff. Ja. Kein Ding. Sonst, ja, Quali-Pace war ich 0,8 schneller als auf den Lizenzwettern damals. Keine Ahnung, ob es das jetzt an der BOP lag oder an was das lag. Ja, ja, definitiv. Also, aber der Ferrari von Tobias, also Tobias, das war keine Chance. Der ist in einer eigenen Liga gefahren hier. Der Tobias Martini, meinst du? Ja, ja. Mhm. Der war sakrisch schnell unterwegs, ja. Aber das war vielleicht der Vorteil, der hat trainiert, Jeff. Ne? Vielleicht ist ja. Aber kein Vorwurf, wenn du willst. Ne? Gesundheit, wir haben es vorhin auch gehabt, der Christian zum Beispiel, der Christian Lautenbach, er ist ja am Fuß verletzt, der hat ja einen Fersenbruch, ne? Und der wird noch ein Momentchen brauchen. Ja, das eine oder andere Format geht schon wieder so ein bisschen, aber wirklich belastend, so kompetitiv unterwegs, macht keinen Sinn. Der hat auch gesagt, ne, oder wir haben allgemein gesagt, das ist ganz klar, Gesundheit geht vor. Ne? Also wenn wirklich nicht, dann fahr auch nicht. Mach das nicht, das machst du einmal zu viel und wir haben stellenweise schon ganz, ganz andere Phänomene gehabt. Ja. Aber geile Nummer, Jeff, definitiv. P2 freut mich. Wertvolle Punkte auf jeden Fall. Man nimmt sowas ganz gerne mit. Ganz kurz mal reingucken.
nicht. Ach so, du weißt, das war ja Premiere. Genau, richtig. Premiere jetzt in dieser neuen Saison. Ja, ja geil. Ja, dann guck ich mal. Dann hoffe ich, dass ich dich beim nächsten Durchgang dann auch wieder voll mit auf dem Schirm haben darf. Wo fahren wir da? Warum fragst du mich denn immer so schwere Sachen? Ich weiß es nicht. Wir fahren in Kialami, Freunde. Rennkalender ist offen. Kialami, über 60 Minuten am 15.02. Ja. Mike, mach's gut, mein Lieber. Da kann ich vielleicht mehr trainieren. Ja, habe ich 4 Runden trainiert. Mehr habe ich nicht gemacht. Okay, das hat jetzt keiner gehört. Das hast du jetzt nicht laut gesagt, Jeff. Okay, einigen wir uns drauf. Nee. Sehr geil. War eine innere Stimme. Sehr schön. Verdient, mein lieber Jeff. Verdient. Glückwunsch zu P2. Genieß die Eiszonne nach Bedarf. Lass Luft da rein, ne? Und bis in 2 Wochen. Ich danke dir. Jo. Dann haben wir den René noch. René, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, buddy. René, P18 overall, P3 in der Klasse. Wie sehr waren die Erfolgschancen vor Qualifikationsstart und im Nachgang womöglich? Rudi Gaming, grüß dich. Moin. Ja, im Quali sah es ja schlecht aus. Positionstechnisch. Ich dachte mir ehrlich gesagt nicht, dass ich auf P3 nach vorne komme. Okay. Hätte ich mir nie gedacht. Aber scheinbar die Konstanze und das fehlerfreie Fahren scheint zu wirken. Immer wieder. Aber vom Quali her hätte ich mir nie gedacht, dass ich da irgendwo vorne landen werde. Wie wohl hast du dich gefühlt heute? Wohler als gedacht, weil der Porsche ist auch mal sehr asozial. Nee, sehr, sehr, sehr angenehm zum Fahren, um ehrlich zu sein. Zwar ein höheres TC, aber immer schön konstante Runden gedreht. Wie oft hast du im Rennen umgestellt, verstellt oder mit dem TC-Thema gespielt? Gar nichts. Ich bin tatsächlich mit TC5 losgefahren und bis ins Ziel mit TC5 durchgefahren. Ja, genial. Mensch, genial. Ja, vor allen Dingen, ihr seid ja alle, ne, im Bereich der Top 18 da reingekommen über die Ziellinie. Also ihr wart voll bei der Musik mit dabei. Ja. Ist der Platin. Ja. Wie sehr lässt man sich da auf den potenziellen Zweikampf auf der Strecke ein? Also, wenn ein Platin-Fahrer dahinter ist, dann lasst man den gerne durch, weil, ja, ich habe nichts davon. Ich verliere Zeit, derjenige in der anderen Klasse verliert Zeit. Von dem her macht es nur Sinn, dass man den durchlässt, wenn er schneller ist. Ja, wenn es ein Fahrer ist in derselben Klasse, dann kämpft man schon mal gerne. Aber auch mit Hirn an die Sache rangehen, weil wenn die Karre schrott ist, hat keiner was davon. Ja, das ist richtig, ja. Vollkommen richtig. Nicht toller Denken so. Ja, das... Deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, Jeff, weil ich einfach mal wissen wollte, ne? Weil auch so ein Ding kannst du im Interview mal kurz rausarbeiten, so ein Thema. Bei mir war es jetzt, ich habe zum Beispiel Matthias nicht vorbeigelassen, weil er das Puffer zwischen mir und René war. Ja gut, das ist dann ein taktischer Hintergrund, Jeff. Das ist wieder eine andere Ausgangssituation. Aber ja, richtig. Es ist ja auch stellenweise so, man kennt sich ja untereinander. Ne? Es ist ja nicht so, dass die ganzen Ligafahrer zum Saisonstart womöglich komplett neu zusammengewürfelt miteinander fahren müssen oder gegeneinander fahren müssen, sondern man kennt sich da stellenweise auch. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Signalgebung und Track, dass man da wirklich auf einen Zweikampf Bock hat und sich drauf einlässt, unabhängig davon, ob der jetzt klassenübergreifend ist oder nicht. Ja. Geile Nummer. Habt ihr richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ja, Erdinger schreibt auch gerade weise Worte vom René. Da vollkommen. Ja, bin ich bei. Sehr schön. Glückwunsch ans Podium an euch nochmal an P1. Ja, den Tobias Martini, P2, danke. Jeff Ewerts und P3, René Brey. Macht euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart hier im Voice. Und alles, alles gut. Kommt nachher gut zu dir. Danke dir, man hört sich. Gerne. Bis dann. Jo. Ciao. Ciao. Hey, Bagel. Moinsen. Spät, aber dennoch am Start. Gerne, gerne, gerne. Nicht da für mich, Michael. Dankeschön. Wie gesagt, ohne euch wäre das Thema hier nicht mal halb so geil. Definitiv nicht. Und ja, an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Für die ganzen Follow, die ganzen Subs, die Resubs. Die Raids natürlich auch. Vielen, vielen lieben Dank. Auch ihr kommt bitte gut zu liegen. Ich bin morgen dann dementsprechend wieder da. Ich gucke, dass ich 14 Uhr ungefähr anpeilen kann, dass es dabei bleibt. Haben wir ein bisschen Community-Tag zusammen. Alvin, mein Lieber, grüß dich, moin. Und da könnt ihr einfach mitfahren, wenn ihr morgen dann seht, ich bin live, kommt in den Stream rein, dann steht auch im Titel dann Ausrufezeichen Stream, Ausrufezeichen Server mit drin. Das gebt ihr dann einfach in die Chatleiste hier rein, in den Chat rein
und holt euch darüber dann die Zugangsdaten. Dann könnt ihr eine Runde mitcruisen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten kommt bitte einwandfrei ins Wochenende hinein. Kommt nachher auch hier gut zu liegen. Bleibt mir bitte munter und sauber. Und in diesem Sinne, Rinjauen, auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's besser. Danke euch. Tschüss.